So, also herzlich willkommen alle zusammen. Ich habe schon sehr lange keinen Team-Call mehr gemacht mit Alexander und Christian. Und wir haben das jetzt als Anlass genommen, mal wieder persönlich ins Gespräch zu gehen. In der Anfangsphase ging es ja recht zügig voran. Ich war ja seit Mai 2022 bin ich ja schon bei Profit Wallet dabei. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir mal so eine Frage- und Antwortrunde. Und das Mikrofon ist offen. Wer möchte, kann Fragen stellen. Kann sich auch vielleicht kurz vorstellen, wie lange bin ich schon dabei, was habe ich für Erfahrungen gemacht. Und dann kann Alexander da uns Das aus würde mich erster sowieso Hand. mal, wenn wir ja eine relativ kleine und elitäre Runde sind, würde mich das wirklich auch mal interessieren, was eure Intention war, bei uns mitzumachen und was euch dann letztendlich auch davon überzeugt hat, es zu tun. Das würde mich mal interessieren, so in zwei, drei Sätzen, also nicht so ewig, weil jetzt sind wir eine Stunde lang am Reden, sondern ganz kurz mal jeder für sich, würde mich wirklich interessieren, tatsächlich. Also Also ich fange mal an. wer möchte, ist niemand gezwungen, nur wer möchte. Ah, okay. Ah, ich fange mal an. Ja, Also der schön. Hauptgrund war, Thorsten, du kannst jederzeit auszahlen. Aha. Daraufhin habe ich gefragt, ja alles oder wieder nur so 70%? Gibt es ja so Firmen, die machen 70, 30 oder so, gell? Ja, und dann sagt er alles. Ich sage, okay, wenn ich jederzeit rankomme, dann ist okay. Okay. Also die Flexibilität im Projekt war für dich so das Entscheidende. Ja. Ja, weil mit Hast du dem schon, hast Einzahlen, du das schon. klappt ja immer. Nur mit dem Auszahlen, die Firmen, das mit dem Auszahlen, das können manche Firmen dann irgendwie. Da müsste man extra mal eine Schulung machen bei manchen Firmen. Ich glaube, das hat manchmal weniger mit Schulung zu tun. Aber hast du da einschlägige Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit? Gehe ich davon aus, oder? Nach Weil das ist ja explizit. 25 Jahren in dieser schönen, seriösen Finanzbranche Okay, könnte okay. ich auch mal ein Buch schreiben, ja. Also, Auszahlungsmöglichkeit. Ich schreibe nur ein bisschen mit, weil ich finde es interessant. Also Okay, vielen Dank. vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Man kann auch sagen, wo lag die größte Angst? Und die größte Angst lag darin, nicht mehr auszahlen zu können oder nicht mehr an das Ja, Geld zu kommen. das habe ich dann so verstanden. Ja. Okay, ne, schön. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, ja, für die offenen Worte. Jetzt Also ich kommt glaube, die, ja, Andreas? ja, ich glaube, ich würde sagen, die Diversifikation der Projekte, die mir erklärt wurde, das macht für mich sehr viel Sinn, weil das einfach das Risiko stark runterbricht. Natürlich neben den Möglichkeiten, wieder auszahlen zu können, das wünscht man sich. Aber in einer verrückten Zeit wie dieser, auch mal weg von Blockchain, glaube ich an Diversifikation und zwei, drei, vier, fünf unterschiedliche Dinge zu tun. Und das, wenn man das dann einigermaßen richtig macht, dann hat man eine Chance, dass ein Teil von diesen Investments oder Aktivitäten dann auch fruchten. Sehr gut. Vielen Dank. Ich sage ganz kurz was zu mir. Also viele wissen das ja schon, ich habe 2 Jahre gar nichts gemacht, weil ich einfach von unseriösen Geschäften, wo man am Anfang sogar gedacht hat, die sind seriös, die Schnauze voll hatte. Und das war für mich eigentlich eine sehr schnelle Bauchentscheidung vom Gefühl her. Alexander, Christian und auch der Bernd Glöckner, den habe ich auch noch kennengelernt dann. Das war eigentlich für mich ausschlaggebend. Okay. Wen haben wir noch? Ja, für mich war es eben hauptsächlich der Stefan, weil der Stefan ja eben seine Erfahrung das macht und ich selber bin ja sehr kryptoaffin als Informatiker und das taugt mir sowieso in dem Bereich zu investieren. Habe auch schon sehr früh Bitcoins gehabt, diesbezüglich also 2012, ist dann doch schon ein Cool. bisschen sehr früh. Aber für mich ich habe einige an Geld natürlich mit Bitcoins gemacht und auch einiges verloren über irgendwelche Projekte, die mit Bitcoins waren. Das hat aber viel mehr damit zu tun gehabt, dass die Leute, so wie jetzt Andreas gesagt hat, zum Beispiel auch nicht das in verschiedene Sachen verstreut haben, sondern immer nur auf eine, ich sage jetzt, Crew gesetzt haben. Und diese Crew hat dann nicht funktioniert oder sie hatten es nicht im Griff. Und das ist halt, oder sie waren überhaupt Betrüger, was gegeben hat. Und das ist natürlich,
Leute mit eurem Know-how, das findet man, sage ich jetzt mal, nicht so oft, die das dann auch teilen wollen und dementsprechend dann weitergeben. Und das war mein Grund, ja. Okay, vielen Dank, ja. Redi gleich noch meinem Chef, oder? Okay. Also ich bin überhaupt nicht dabei, bin ganz neu, habe bis Okay, jetzt cool. auch noch nie irgendwo ein Geld investiert in dem Sinn, weil ich nicht so viel Geld hatte. Ja. Schau mal. Okay. Über wen kamst du zu uns? Über den Stefan? Gerhard. Ja, das ist mein Chef. Über, ah, der Gerhard. Ich bin der Genau. Chef von hier, ja. Ja, du musst Der mir mehr Gerhard Geld ist ein bezahlen. außergewöhnlicher Chef. Der redet auch mit seinen Mitarbeitern oder Partnern über Cashflow, also Kiyosaki und so Geschichten, oder? Okay, sehr cool, sehr cool. Letzten Cashflow habe ich gewonnen. Da hast ja die besten Aber nur weil Voraussetzungen. ich nicht mitgespielt habe. Okay, sehr cool, sehr cool. Ja, ich glaube, dann schließe ich mich mal an. Also bei mir ist auch ein relativ neues Thema. Ich habe von Profit Wallet jetzt schon mehrere Male gehört. Speziell Stefan konnte mich dann nach und nach jetzt, ich sage es mal, das Interesse mehr wecken. Ich habe in der Vergangenheit mit, ich sage es mal, ähnlich, für mich ähnlich gefühlte Systeme sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, häufig das, ja, im Hintergrund gibt es immer einen Haufen verschiedenster Firmen, die häufig dann nicht mehr existieren, wenn man sie mal googelt. Gerade in der Kryptobranche, nachdem der Markt etwas eingebrochen ist, kam es dann überall zu Auszahlungsstopps, dann riesen Klagewellen. Das Einzige, wo ich immer wieder gehört habe, ist, dass es anscheinend derzeit immer noch funktioniert, ist Profit Wallet. Und daher habe ich mir heute, nachdem jetzt regelmäßig auch wieder gepostet wurde vom Stefan, gesagt, okay, ich schaue mir das Ganze jetzt doch mal selber an, weil ich regelmäßig immer wieder darauf angesprochen werde, ja, Alex, was machst du denn hinsichtlich Krypto? Und ich eigentlich für mich persönlich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr in der Hinsicht. Ich habe Geld verbraten, gerade was alles mit Systemen zu tun hat, muss ich sagen, ist für mich die letzte Zeit wirklich ein rotes Tuch geworden. Und für mich ist jetzt mal wichtig, so einen Einblick, ein Gefühl zu bekommen. Und wenn da Stefan so ordentlich auch die Werbetrommel rührt und ich auch von vielen anderen Leuten mittlerweile gehört habe, dass es anscheinend eins der letzten seriösen Systeme ist in der Hinsicht, interessiert mich natürlich, okay, was macht ihr anders als die anderen? Was tut euch vom eigentlichen Markt unterscheiden? Oder wo, für mich persönlich eben immer ganz wichtig, wo wäre jetzt auch die Gefahr, unter welchen Umständen ihr zum Beispiel sagen würdet, okay, auch wir müssen mal zum Beispiel Auszahlungen stoppen, was ja legitim ist, wenn man offen darüber redet und man auch weiß, okay, gut, okay, unter den und den Umständen, weil der Bitcoin jetzt unter die und die Marke fällt, dauert es halt, bis er wieder hochsteigt. Mal jedes Investment hat ein Risiko, aber dass man das einfach so ein bisschen versteht und auch einteilen oder auch einschätzen kann. Genau, und für mich ist halt auch immer wichtig zu verstehen, okay, wo sind Ansprechpartner? Weil solange alles gut läuft, hat man 10.000 Ansprechpartner und jeder sagt, Yupidei, alles mega und am besten gleich 1 Million investieren. Sobald eine Sache nicht funktioniert, erreicht man keine einzige Person mehr. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung mit, vor einem Jahr ging es ja los bei Hyper, wo es komplett auch Bachande ging, ist bestimmt auch ein Thema gewesen. Und ja, da ist man jetzt unter irgendeinem goldenen Fallschirm und ja, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ja, und deshalb interessiert mich natürlich jetzt, wo tut ihr euch vom Markt absetzen? Wo seid ihr Ich anders? glaube, das ist so eine Frage, die wir nach der Einführungsrunde mal grundsätzlich, glaube ich, klären. Da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen, weil ich denke, da gibt es sehr, sehr große Abgrenzungsmöglichkeiten. Natürlich hängt alles ein Stück weit immer bei solchen Sachen ein Stück weit ein Vertrauen gegenüber den Leuten, die das erzählen, weil ich kann natürlich ja auch die Unwahrheiten sagen letztendlich. Ja, du kannst jetzt auch nur in dem Zoom mir bis zur Nasenspitze schauen, was da in meinem Kopf hinten vorgeht, das siehst du auch nicht. Aber ich glaube, da können wir nachher drüber sprechen, weil das eine Grundsatzfrage ist und die ist sehr wichtig, gerade wenn man neu in diesem Thema ist und auch vielleicht das Projekt Profit Wallet bisher noch gar nicht so vom Detail her kennt. Ja, da komme ich aber nachher dazu. Wie heißt du, wenn ich deinen Namen nicht gesehen habe Auch Alexander. Alexander, dann Genau. ist es für mich ganz einfach. Ein Punkt würde ich noch gerne hinzufügen, der mich auch interessiert, Ja. und inwieweit wird sich das bei Profit Wallet ausüben, wenn die MiCA-Verordnung auf den Markt kommt? Perfekt. Okay. Super, danke. Machen wir gleich.
Ich mache gern weiter. Super. Ich bin schon seit Mai 22 dabei. Ich glaube, ich bin relativ schnell bei Stefan, habe ich mich eingeschrieben. Und der erste Kontakt war über einen Newsletter, den ich abonniert hatte von einer, die so mit Bewusstseinssachen so arbeitet. Und dann habe ich bei YouTube mal ein bisschen recherchiert und ich hatte, ich weiß nicht mehr, welches Video das war. Ich hatte von Anfang an ein gutes Bauchgefühl. Ich habe mir in dem Bereich schon die Finger verbrannt vorher. Und da habe ich eigentlich mir geschworen, ich treffe meine Investmententscheidung alleine. Also ich bin noch in der Branche unterwegs, bin sehr aktiv ansonsten, aber Krypto war so DeFi-Erfahrung, hatte ich schon gesammelt und das war mir alles ein bisschen strange, ein bisschen, also mir war es zu anstrengend, das alles selbst zu machen. Und ich fand einfach das Portfolio super und die Erfahrung, die ich halt selbst gemacht hatte, war so, ich selbst habe keine Lust im Kryptobereich, das alles. Ich kann das auch gar nicht und ich will das auch nicht. Und ich fand das einfach ein super Projekt, weil ich das abgeben konnte. Und das ganze Konstrukt war für mich abgerundet. Mein Bauchgefühl hat es bestätigt und bislang, ich verfolge das ziemlich nah, das Projekt, werde ich immer wieder bestätigt. Also ich sag mal, ich bin auch im Vertrieb tätig. Ich weiß auch wieder, wie das mit den Provisionen alles läuft. Und ich finde das einfach super, dass ich das so weiterempfehlen kann, ohne dass ich mich da schlecht fühlen muss, dass ich erstmal kassiere und der Investor hinten dranhängt. Das waren für mich auch alles so Gründe. Und das schreckt mich ansonsten auch ab. Wenn ich andere Projekte höre, wo Wahnsinnsprovisionen gezahlt werden, wo die mich damit lockern wollen, dass ich da mitmache, weil ich dann ja ganz toll weiterempfehlen kann, mache ich nicht. Also ich habe da so schlechtes Gefühl, weil das dauert nicht lange und zack sind die Kassen leer. Na cool, also bei dir ist ausschlaggebend dein Bauchgefühl, du hattest da ein gutes Gefühl, du hast dich da informiert ein bisschen über Videos und so weiter. Und wie du Genau. sagst, du machst dein eigenes Bild und die Genau. Entscheidungen triffst du selbst dann letztendlich, ne? Ja, sehr cool, sehr gut. Haben wir sonst noch jemanden, der sich melden möchte? Ja, ich kann mich mal melden. Hi. Ich bin jetzt Hi. aber erst ein bisschen später reingekommen, ein bisschen die Fragestellung. Aber wir hatten, warte mal, Stefan, kannst du vielleicht beim Andreas Poller kurz den Ton ausmachen? Und dann hat das halt, ja, das hat perfekt, das Oder geht irgendwo sie. ist der Ton an? Beim Uwe Beim mache ich Uwe. mal. Ja, genau, so ist es. Ja, jetzt haben wir. Okay, Tobi, wir hatten Ja, am hi. Anfang die Frage, einfach so eine Servus. kleine Mini-Vorstellungsrunde vorgehabt für das Meeting heute. Und zwar, dass jeder mal kurz so in zwei Sätzen sagt, warum er denn bei Profit Wallet ist und was ihn dazu bewogen hat. Oder vielleicht auch, wie der eine oder andere oder der andere dabei ist, warum er bisher noch nicht mitgemacht hat bei uns. Einfach so ein, Okay. zwei Sätze dazu. Okay, ja, alles gut. Also ich bin Tobi, bin digitaler Nomade, wenn man so möchte. Wir reisen seit 4 Jahren rum. Ich bin abgemeldet aus Deutschland. Sehr Wir cool, leben sehr cool. in einem Wohnmobil, also in einem Expeditionsmobil. Ja. Und ich mache Krypto schon seit, ja, ich glaube, 2019. Ich mache eigentlich das, was ihr macht, mache ich eigentlich auch privat selber. Cool. Wahrscheinlich nicht so in dem Umfang, wie ihr macht, also mit Minern und so, das mache ich jetzt nicht, aber ich sage mal so, alles, was DeFi betrifft, das mache ich selber auf diversen Layer 2s. Und also Stefan hatte mich zufällig da mal drauf angesprochen. Ich hatte schon mal eine Anfrage bekommen über Facebook von irgendeiner Frau, die ich nicht kenne, also Ja. diese typischen Anfragen halt, wo wir ja hier kannst du dich anmelden, kannst du Geld verdienen. Da habe ich mir, ja, komm, was ist das für ein Scheiß? Interessiert mich nicht. Ja, also diese typischen, ne? Kennt man ja, ne? Ja, das ist Und aber meiner Meinung nach total veraltet, die Art und Weise. Das funktioniert ja, überhaupt nicht mehr bei den Menschen heutzutage, ne? genau, richtig. Ne? Und Stefan hatte mich dann nochmal darauf aufmerksam, Profit Wallet, und dann irgendwas klingelte bei mir. So, Profit Wallet. Und dann gucke ich mal, und dann hatte ich mal ein bisschen, also er hat ja jetzt gar nicht gesagt, investiere da, sondern das mache ich auch. Und da dachte ich mir, okay, irgendwas mit Krypto interessiert mich eh, ich schaue mal rein. Dann hatte ich mir ein Video von euch angeguckt, ein Interview, also mit dir, also und deinem Kollegen. Und ja, das war am Ende eine Bauchentscheidung. Also ihr beide kamt echt gut rüber, sachlich, ruhig vor allen Dingen, nicht so overhyped und so weiter. Ihr habt gesagt, okay, ja klar, kann auch alles in die Dutten gehen, kennt man ja, wenn man halt investiert. Das ist halt nun mal so. Und gerade im Kryptobereich ist nicht sicher sozusagen. Und dann dachte ich mir, gut, okay, dann haue ich da mal was rein. Also ich habe es einfach als Diversifizierung gesehen, dachte mir, gut, die Renditen sind gut auf jeden Fall. Ich brauche nichts machen im Prinzip.
Gut, ich habe halt diese 5% Ein- und Auszahlungsgebühr, das, wo ich mir dachte, boah, das ist schon echt hart, auf jeden Fall finde ich schon recht viel. Wobei ich, wenn ich das jetzt alles selber mache oder selber manage, also ich mache das alles über D-Bank, da habe ich, kennt ihr ja sicherlich, da habe ich ja dann mein komplettes Portfolio in meiner Übersicht, kann rausgehen, reingehen, wie ich möchte und so weiter und so fort und kann die Pools wechseln und so weiter. Ja. Das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, boah, ey, das 5% finde ich schon echt ein bisschen heftig. Ich verstehe das schon irgendwo, aber vielleicht ein bisschen viel. Aber gut. Und dann habe ich gesagt, auch okay, gleich, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich finde, das ist immer wieder so ein Diskussionspunkt, den ich auch verstehe. Ja. Aber ich glaube, das hat die Argumentation von unserer Seite ist relativ klar. Und wenn man das verstanden hat, warum wir das überhaupt tun, dann versteht man auch das Gesamtprojekt Profit Wallet besser. Und ich glaube, deshalb ist diese 5%-Thematik echt eine wichtige, erklärungsbedürftige Frage. Ja, können wir gerne mal machen. Kannst du vielleicht dann nochmal erklären. Ist okay, also ich habe mich damit jetzt abgefunden. Alles gut. Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, das mache ich nicht oder sowas. Ich habe dann gemacht, komm, ich mache das. Aber ich glaube, es schreckt viele ab, tatsächlich. Weil die einfach nur die Gebühr sehen und sagen, oh, das ist mir zu teuer oder sowas. Ja, aber die verstehen den Hintergrund des Gesamtprojektes nicht. Ne? Ja, und dann bin ich halt rein und habe halt auch ein paar Leute natürlich, es ist so, also ich habe halt mit vielen Investoren zu tun, die das auch so machen wie ich und die sagen sich, ich brauche nicht noch irgendwas, was das für mich macht, ich mache das alles selber und da ist es bei mir dann halt ein bisschen schwierig zu sagen, ja, pack doch, diversifizier doch einfach rein, nimm einfach einen Tausender und scheiß drauf und lass es einfach laufen, du brauchst ja nichts machen und viele sagen sich dann, ah, Scam und so, viele haben dann schon was gehört von wegen, ja, diesen ganzen Krypto-Projekten und nee, das mache ich nicht und ich habe vorher noch nie irgendwie also ein Krypto-Projekt auf MLM-Basis irgendwie investiert. Also das war jetzt auch nicht so mein Ansinn, das zu machen. Aber ich dachte mir, komm, ich diversifiziere rein, ich gucke es mir an. Wenn es weg ist, ist es weg. Dann habe ich halt Pech gehabt. Habe ja noch einen Teil woanders, was ich halt selber manage. Und gut ist. Ja, genau. Also und dementsprechend habe ich jetzt auch gut was drin. Also bei euch. Das freut mich, freut uns. Ja, super. Ja. Okay, dann haben wir den nächsten. Der Wojtek? Wenn du möchtest, aber nur wenn du möchtest. Man hört dich nicht. Wir hören nichts. Wir hören dich leider nicht. Du hast zwar dich freigeschaltet, aber ich glaube, dein Mikrofon ist nicht aktiviert. Test. Nee, noch nicht. Jetzt? Jetzt hören wir dich. Alles klar. Muss ich mal den Treiber umstellen. So, ja, hallo, ich heiße Wojtek. Hallo, Tobi. Es sieht gut aus. So, also ich bin ja zu euch gekommen auch auf den Tipp vom Tobi. Der hat das damals quasi mal empfohlen. Schau mal, können wir mal langsam anfangen, mal uns antesten, ob ist das was, ist das nicht was. Und ich bin auch im Kryptobereich schon mal halt etwas länger unterwegs. Klar, man hat es noch nicht alles verstanden, wie es wirklich funktioniert. Das ist ja sehr, sehr trockenes Thema, sage ich mal so. Aber halt, ich habe auch nach einer Möglichkeit gesucht, wo es wirklich nicht tagtäglich irgendwie 10-mal mein Portfolio gecheckt werden muss und ich muss da aufpassen, hier aufpassen. Ich bin auch noch arbeitstätig und deswegen halt habe ich auf irgendwas gesucht, was natürlich sicher ist, aber auch Profit halt reinbringt und nicht kompliziert ist. Das heißt, ich muss ja eigentlich bei Profit Wallet eigentlich gar nichts machen. Wenn ich jetzt 5 Tage nicht gucke, ich weiß, dass es jetzt läuft, mittlerweile nach so vielen Monaten. Und ihr kommt wirklich sehr seriös rüber und ihr seid präsent. Das ist nämlich das, was viele Krypto-Projekte unterscheidet. Man ist nicht präsent. Man macht ja Werbung, schaltet Werbung hier, schaltet Werbung da, aber man sieht ja keine Gesichter. Und da habe ich manchmal wirklich ein Problem, wenn ich irgendwo investiere, aber ich weiß nicht, wo ich investiere und bei wem ich investiere. Und bei euch war das von Anfang an, ich habe mir die Videos angeschaut, eure Interviews. Ich folge euch mal natürlich auch mal halt, was ihr halt so an Videos und Tutorials beziehungsweise halt Informationen rausbringt. Und bin bis jetzt zufrieden. Also besser kann es ja nicht laufen. Sehr schön. Freut uns. Super, also bist also zu uns gekommen auf Empfehlung von einem anderen Kollegen, den du auch kennst und wo du weißt, dass derjenige auch ein bisschen Affinität hat im Kryptobereich und so weiter. Genau. Ja, also, von mir. Also wollte ja, ja, genau. Das habe ich so verstanden, ja. Super. Der Uwe hat sich gemeldet über den Chat. Der kann gerade nicht sprechen. Wahrscheinlich ist das technisch gerade möglich. Hat aber seine Frage reingestellt. Er kam über die Empfehlung vom Stefan zu Profit Wallet und finde das Projekt, ich kann es euch jetzt mal so wiedergeben, wie er es da schreibt, eben gut. Und als Einzige, wo er, glaube ich, auch ein bisschen so ein Bauchschmerzen hat oder dagegen spricht, ist diese 5% Gebühr bei ihm auch wohl. Deshalb, da gehen wir nachher auf jeden Fall kurz drauf ein.
Ja, und dann haben wir noch als letzten, also den Adrian Gut. Weiß nicht, ob du dich auch noch melden möchtest. Da haben wir alle durch. Ansonsten. Ah, da ist Genau, er. hallo miteinander. Hallo, Servus. Adrian. Ja, ganz Grüß dich. kurz. Ich komme auch, sag ich mal, aus der Bankbranche seit längerem. Aber in Krypto, mein Schwerpunkt liegt vor allem beim Brokerage. Das heißt, wir haben zwei, drei Wechselstuben, immer mit Regulation gegründet, auch teilweise verkauft. Jetzt haben wir wieder ein neues Projekt. Ich war aber früher viel am Rumzocken, so sage ich mal, im 12, 13 kam ich über, lustigerweise über den Wellenreiter Invest. Vielleicht kennt ihn jemand. Ich mache für den jetzt hier keine Werbung, aber der hat das schon gefeatured dort damals. Kam ich als Trader bei einer Bank auf Bitcoin, habe ein bisschen gemeint, ein bisschen gestackt, Mt. Gox verloren, mal da, Ja. habe dann auch eine Mining Farm in der Ukraine investiert und lustige Dinge damals vor 10 Jahren. Ja, und die Zeit vergeht, man bleibt in Krypto drin. Ich habe dann mehr auf dieser Brokerage, also Financial Intermediary Seite gearbeitet. Und mir fehlt auch die Zeit fürs DeFi, mir fehlt die Zeit fürs Trade, mir fehlt die Zeit, wie einige Kollegen von mir das mal machen. Man muss ja dann, sage ich mal, YouTube screenen, man muss vor allem Krypto-Twitter screenen, man muss früh sein, schnell sein. Das geht nur mit einem Team. Das habt ihr viel besser. Was mich interessieren würde, ist, und deshalb bin ich auch wirklich da auch sehr interessiert, ich tausche mich auch immer wieder mit dem Stefan Roth aus. Das ganze Mining scheint dir sehr gut zu machen. Mich würde nur wundern, was habt ihr dort so, wenn ihr das überhaupt sagen dürft, konditionenmäßig bei den Strompreisen, Kniepreisen, ich glaube, wir haben die Frage mal rübergegeben. Seid ihr auch interessiert an 100% grünen Sites? Ist das was ihr vielleicht auch müsst, weil da kommt der Druck vielleicht auch wieder von Investorenseite? Das hätte mich interessiert. Und bei den Defizit Investments, wo ihr da ein bisschen, was so euer Checkraster ist, bevor ihr da was tut. Wie kann man Okay. euch auch Vorschläge machen, was pitchen, dass dann bei euch quasi ins Silo reinkommt durch eure Filter durch? Ist sowas möglich? Ja, Ja, komme und ich vielleicht noch auch ganz alle. kurz, Ja. nur noch ganz kurz, um abzuholen, dann übergebe ich euch gerne das Wort. Was mir auch gefällt, ist Transparenz, Accountability, das muss ich sagen. Also ich habe dich gerade schon einmal in Calls gesehen, Alexander. Das ist selten. Das schafft Vertrauen, ist ein Muss. Ihr kommt auch mit der Rendite runter. Mir ist klar, weshalb. Vielleicht ist das anderen nicht so klar, aber ich sage mal, als Kenner der Szene sieht man, jeder kocht nur mit Wasser. Ihr kocht sehr gut mit Wasser, aber auch nur mit Wasser. Also, Rendite, Krypto ist halt ein bisschen tiefer. Man kann nicht so viel erzeugen. Jetzt hoffen wir auf den Bullrun, dann geht das auch wieder hoch. Ganz wichtig ist die Liquidität rein raus. Das ist für mich eines der wichtigsten Punkte, dass ihr stetig die Leute rein rauslässt. Ich verstehe schon, dass ihr das steuert über die fast prohibitiv hohen Fees, die natürlich auch mir nicht gefallen, aber du erklärst sie uns noch. Das war mir vor allem auch wichtig. Okay. Aber das sind so ein bisschen meine Themen. Super. Bevor ich Und in die, ehrlich gesagt, ja. noch Ja, ein bevor. großes Lob an dieser Stelle. Ja. Ihr Ja, seid freut ein mich. Projekt. Ich habe viele gesehen, sehr viele gesehen. Stefan, du kennst auch meinen Kollegen Justin, hat in Israel gearbeitet, fast 3 Jahre im Venture Capital Fonds für Krypto-Projekte. Er ist leider hier nicht im Call. Der hat gesagt, schau, die ziehen das durch, die ziehen das im Bärenmarkt durch. Da gibt es wenige, die das so souverän überhaupt mal überleben. Und noch weniger Leute, die weiterhin festhalten, expandieren, dahinstehen. Das ist wichtig. Okay. Bevor ich mal ins Thema, in die Fragen eingehe, auch vom Alexander und jetzt auch mal von dir die Fragen und die anderen Sachen, die da sind, muss ich ganz kurz die Türe aufmachen, weil da ist jemand gekommen von der Post und ich bin gerade alleine zu Hause. Und der Kollege, zwei haben Profitable gegründet und deshalb kannst du vielleicht über das Mining-Thema vorab schon mal sprechen, denke ich mal, was Gerne, er gerne. gefragt hat. Mache ich, ja. So, grüßt euch, Servus, hallo alle miteinander. Ich war leider ein bisschen später dran. Ich habe im Hotel noch eingecheckt, weil ich bin heute auf einer Veranstaltung und ja, die Autobahnfahrt ging ein bisschen länger. Genau. Mining, ja, aktuell Mining-Stand. Wir haben aktuell 2639 Miner an 12 verschiedenen Standorten in den USA und Kanada. Wir hatten unsere ersten Testminer im letzten Jahr in Texas gestartet. Texas hat uns nicht ganz so viel Freude letztes Jahr gemacht. Warum? Texas hat die Situation
dass dort die Miner abgeschaltet wurden, als sie die Stromsituation hatten, dass es so heiß war. Dann werden die Miner im Endeffekt nach hinten gestellt, Strom geht an die Bevölkerung und dann kriegt Texas im Endeffekt erst wieder, nachdem die alle befriedigt sind, den Strom. Das heißt, wir hatten auch Zeiten, die nicht gut waren dort, wo einfach wir nicht keine Bitcoin generiert haben. Auf der anderen Seite hast du auch keine Kosten, weil in der Zeit kriegst du Credits. Das heißt, es wird dir gut geschrieben, was du im Endeffekt nicht verbrauchst an Strom. Das ist der Grund auch, warum wir mehr Richtung Kanada gegangen sind. Besseres Klima, insgesamt besser auch für die Qualität des Materials, was wir haben. Auch das ist so ein Thema, wenn du so viel Miner hast. Du hast ja nicht alle 100%, die immer laufen, sondern auch die Geräte sind auch mal defekt, kaputt. Liegt einfach daran, auch der Chinese, in dem Fall Bitmain, der der Haupthersteller ist, der wird auch immer schlechter im Material, was er verbaut. Ja, das heißt, du hast auch mal Platinen, die durchbrennen und andere Dinge. Insgesamt haben wir gesetzt, uns geht es gar nicht um das Thema im Mining, ganz, ganz schnell und viel Geld zu machen über günstig, 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 sondern wir haben uns im Gesamtkonzept mit einem Unternehmen zusammengetan, wo wir sagen, die haben das Hosting machen die sehr gut, die haben verschiedene Farmen, arbeiten mit verschiedenen Farmen zusammen, haben eigene Teams mit dabei, können übergreifend auch eigene Leute von ihren von ihrer Stammcrew auch in die einzelnen Farmen schicken, um zu unterstützen. Alle Mining-Farmen in Kanada, glaube ich, wenn ich jetzt das aus dem Kopf sage, ich glaube, wir sind bei 96,5% erneuerbare Energie. Also auch das ist bereits komplett umgesetzt. Bei dem einen oder anderen, der so denkt, das Thema Mining ist immer noch schmutzig, ist gar nicht mehr so. In den USA hast du noch ein bisschen was, was mit Gas funktioniert. Aber die meisten auch in Kanada und die neuen Standorte sind fast alle erneuerbare Energien. Kommt immer auf den Standort drauf an, wo du drauf bist, genau. Aber da sind wir ganz zufrieden. Die letzten Miner, die wir jetzt dazugekriegt haben, war Ohio. Da haben wir die letzten Miner mit dazugenommen. Und weil du gesagt hast, was haben wir für Kosten, das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind, ich glaube, bei 0,7 Cent, glaube ich, 0,6, 0,7 Cent. Spielt aber in dem Sinn keine Rolle, weil wir haben einen Gesamtpreis. Das heißt, da ist der Strompreis, da ist das Maintenance mit drin, die Reparatur, die Absicherung, falls wir nicht 98,5% Laufzeit haben, also alles, was da drunter fällt, kriegen wir wieder vergütet. Das heißt, es ist so ein Gesamtpackage, was wir mit haben. Und da sind wir eigentlich ganz, ganz froh drum, dass wir dieses Full Package mitgenommen haben, weil wenn du sagst, okay, da ist mal ein Anbieter vielleicht auch nicht gut, dann kannst du von einem Anbieter oder von der Farm was wegnehmen, woanders hingehen. Wenn du mal eine Downzeit hast, weil du eben nicht läufst, hast du auch einen Credit, den du wieder mit reinbekommst, du musst nichts bezahlen. Also das ist eine ganz positive Sache. Und somit ist das Gesamtpaket weiters wichtiger zu sagen, wo ist auch ausgebildetes Personal, wo sind Menschen da, die sich auskennen, die das betreuen. Ist immer besser als zu sagen, weil wir haben ja tausende von diesen Angeboten und wenn wir viel unterwegs sind auf den Messen, jeder bietet uns was an, ganz günstigen Strom, aber dann hast du Standorte, da kriegst du zwar die Miner rein, du würdest sie aber nicht mehr rauskriegen. Ja, und auch das ist ja ganz wichtig in der Strategie, die wir haben. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich habe nur die Miner, sondern irgendwann wollen wir die ja auch wieder veräußern. Das heißt, unser Ziel ist ja auf der einen Seite zu sagen, wir gucken uns den Markt an und schauen, werden wir immer minen? Also das heißt, wo geht der Markt hin? Wo geht der Preis hin? Wo geht die Hashpower hin? Wie viele Geräte wird es am Markt geben? Und wird es interessant sein, dann im nächsten 12 Monaten die Entscheidung zu treffen, minen wir weiter oder treffen wir eine Entscheidung und sagen, okay, wir sind in so einer Phase, wo wir sagen, okay, lass uns doch einfach mal die Hälfte der Geräte verkaufen, lass uns damit Profit machen, lass uns das Kapital der Kunden zurückholen über diesen Weg, einen Gewinn mitnehmen und lass uns vielleicht die Hälfte verkaufen, mit der anderen Hälfte meinen wir weiter, um weiterhin eine passive Einnahme zu haben. Also das sind alles so Optionen, die wir uns offen lassen. Und das kannst du aber nur machen, wenn du wieder mit einem Anbieter arbeitest, wo ich weiß, okay, wenn ich sage, ich verkaufe heute 1000 Geräte, der kann die auch wieder verkaufen. Und das ist immer ganz wichtig, also nicht nur die Einkaufssituation. Bitte? Ja, ich habe ihn stumm geschaltet. Ah, okay. Also das sind so Dinge, die wir auch beobachten. Deswegen, also viele gucken ja immer nur so ein bisschen auf den Preis und dieses, okay, was habe ich da? Sondern du musst auch die Gesamtsituation gucken. Einkauf, die Betreuung, die Begleitung und dann auch wieder diesen Exit am Ende des Tages, hast du eine Möglichkeit, über diesen Weg mit einem Partner das zu machen. Das vielleicht mal kurz zum Thema Mining, dass ihr auch so ein bisschen versteht, wo gehen wir hin. Und der Vorteil, den wir natürlich hatten in der gesamten Community, war natürlich über diesen großen, über das Volumen, was wir eigentlich generiert haben, dass wir darüber auch ganz bessere, also ganz andere Einkaufspreise gekriegt haben. Und das ist natürlich was, was natürlich cool ist. Und das macht richtig viel Spaß, ja. Weil wir, ich glaube, wir haben, wir können sagen, wir haben das, glaube ich, letztes auch wieder veröffentlicht. Allein
durch den letzten Kauf, den wir gemacht haben, haben wir einen Einkaufsvorteil gehabt, durch das, dass wir so viel gekauft haben, von 750.000 Dollar insgesamt. Durch den Strom nach Verhandlung auf 2 Jahre des Vertrages, plus nochmal zusätzlich den Einkaufsvorteil, den wir insgesamt geholt haben für die Geräte. Ja, das finde ich, ist ein mega, also ist mega, ich weiß ja nicht. Jeder Einzelne, der sagt, ich kann das selber, wir sind ja ganz offen und sagen ja, wo wir das machen, mit wem wir das tun, und könnte jeder selber machen, aber jeder würde weitaus teurer einkaufen, als was in der Community schafft. Und das ist ja diese Power unserer gesamten Community, ja, wo du sagst, ja, wenn wir alle zusammenlegen, können wir viel mehr erreichen als der Einzelne. Ja, das ist das gerade, wenn du im Einkaufsbereich bist, natürlich ganz wichtig. Das Genau. ist genau gerade im Mining-Bereich extrem, extrem wichtig, diese Größe und Stärke der Community. Dann wirkt sich das extrem aus. Nee, vielen Dank, Absolut. Christian. Gerne. Ja, ja. Habe ich direkt eine Frage, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Teilverkauf macht, habt ihr da gewisse Parameter, weil ihr glättet ja immer die Erträge, dass ihr zum Beispiel sagt, wenn wir jetzt so eine Veräußerung machen, wird es über 3 Monate verteilt, also dieses Volumen, was dann, oder wird ein Teil, 50% wird reinvestiert, 50% wird über 3 Monate. Gibt es da Das feste Parameter oder? müssen wir dann ganz individuell entscheiden. Wenn wir, würde ich sagen, wir haben jetzt aktuell, wie viele Miner haben wir gesamt aktuell, Christian? 2.639. Genau, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt zum Beispiel 639 Miner verkaufen und wir würden da 4x machen vom Einkaufspreis zum Beispiel oder 3x, dann bleibt natürlich da extrem viel Geld übrig für die Community. Und dann würden wir natürlich jetzt nicht das ganze Geld in den Ertrag stellen, in den täglichen Ertrag, weil dann würde der Ertrag explodieren, sondern dann würden wir eben nur einen Teil, einen kleinen Teil in den täglichen Ertrag stellen, aber den Rest in den Überlauf und dann über die nächsten Tage wird das eben wieder ausgeglättet. Somit haben wir dann eben wiederum eine geglättete steigende Rendite, so wie wir natürlich auch in der anderen Seite eine geglättete fallende Rendite haben, wenn wir weniger Erträge machen. Ja, oder Plus, mehr, dass du. wenn wir jetzt nur einkaufen, zum Beispiel Miner, ja, dann haben wir ja kaum Erträge dahinter. Dann entsteht dadurch natürlich, dass mehr Kapital drin ist, wir investiert haben, aber in Projekte, die eben nicht einen direkten Ertrag bringen. Und damit geht natürlich dann auch geglättet die Rendite langsam runter ein Stück weit. Das war eine Grundsatzentscheidung, die wir halt dann auch getroffen haben. Richtig. Wobei wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, das darfst du noch nicht ausklammern, wenn wir den Verkauf machen, dann holen wir natürlich auch das Kapital zurück, was wir erst investiert Ja, haben. Das heißt, ja. dieses Kapital, die ursprüngliche Summe, die wir ausgegeben haben, die müssen wir, bevor wir irgendwas in Rendite geben, wird davon abgezogen und geht dann dementsprechend in die Liquidität, weil die ja dann im Moment nicht investiert ist, aber jederzeit zur Auszahlung da ist. Denn wenn ich am Ende sage, ja super, jetzt haben wir einen großen Verkauf gemacht, wir schütten das über Renditen aus und dann wollen wir irgendwann mal das Portfolio auflösen, ist ja kein Kapital da. Das macht ja keinen Sinn. Also das würde dann mit in den Bereich der Liquidität kommen. Das würden wir dann zum Beispiel, wenn sowas wäre, würdet ihr es im Bereich der Liquidität auch sehen, weil die dann von 20 vielleicht auf 30% raufgeht oder wie auch immer. Ja, das vielleicht auch noch mit dazu. Cool. War das für dich okay, Adrian, was das Thema Mining angeht, oder hast du da noch eine spezielle Frage dazu? Nee, super, vielen Dank. Habe nur kurz vorhin da Connection verloren. Sehr, sehr spannend. Ihr macht das super. Ganz wichtig, verkauft die Dinger, wenn der Bullenmarkt so richtig durch die Decke geht. Jedes Mal. Ich bin jetzt von S9 über die 17er, 19er. Jetzt sind wir bei den XPs und den Waterkult. Es wird jedes Mal dasselbe sein. Ja, Ähm, ja. und, und da verdient der Miner am meisten. Die Geräte müssen dann auch weg. Genau. Und dann lieber mal ein bisschen abwarten und vielleicht kommt noch mal ein 5 Nanometer und noch kürzer oder kleinerer Chip. Das wird sicher so sein. Also das gefällt mir sehr. Das Vielen ist unsere Philosophie, da sprichst du uns vom Herzen an. Wir sind nicht verheiratet mit unseren Mining-Geräten. Nee. Nein, Wenn Himmels man... Willen. Himmels Willen. Adrian, Jetzt bin ich mit dem Adrian. alten Auto. Das muss noch kurz weg. Ja. Ja. Jetzt, Adrian, jetzt wollte ich noch ganz dringend wissen, wann der Bullenmarkt beginnt. Das Es geht nicht mehr so lange, es geht nicht mehr so lange, wie es dauern wird oder gedauert hat seit letzten Weihnachten. Ich sage das immer so. Bärenmärkte gehen nicht ewig und makroökonomisch, aber das ist ein Thema für einen anderen Call. Makroökonomisch deutet alles darauf hin, dass es kommt. Es braucht irgendwie Okay. noch den Trigger. Funken, der das wieder bringt. Aber es geht nicht mehr Jahre.
Nicht mehr Jahre, okay. Aber es gibt noch einen ruhigen Sommer, keine Angst. Okay. Strandtuch und Abwarten. Okay, ja, gut. Dann würde ich mal auf die Sache eingehen vom Alexander. So ein bisschen, das ist ein bisschen eine offene Frage gewesen. Was macht ihr anders wie die anderen zum Beispiel? Ja, was sind so die Unterschiede? Wie sieht es aus mit Ansprechpartner, wenn mal was schief geht und so weiter? Wie stellen wir uns zu Mika? Mika ist die, ich sag mal, eine europäische Verordnung, was die Cryptocurrencies, ich sag mal, regeln soll oder beziehungsweise das Handling mit den Kryptos regeln soll in der Zukunft. Und zwar, was machen wir anders? Das ist echt eine Frage, die kann ich dir eigentlich so ad hoc gar nicht beantworten, weil mich das eigentlich gar nicht so interessiert, was die anderen machen. Daher ist für mich schwierig, das zu beantworten, was wir anders machen. Ich glaube, wir machen, wenn wir jetzt mal, wir sind ja so eine Art Investorengemeinschaft. Wir sind eigentlich ja kein klassisches Krypto-Projekt. Ja, es ist ja, was machen wir? Wir nehmen Vermögenswerte von euch und investieren die Vermögenswerte. Das ist eigentlich eher wie eine Vermögensverwaltung in die Richtung gehend. Dass wir hinten die Vermögenswerte in Krypto-Projekte investieren. Und da hängen natürlich auch Bitcoins oftmals spielen gar keine Rolle. Das ist nur die Einzahlung und die Auszahlungswährung. Das heißt, für uns ist der Bitcoin eigentlich, natürlich ist er eine Leitwährung und zeigt ein bisschen, wo steht der Markt. Ja? Aber vom Prinzip ist uns der Bitcoin eigentlich egal. Im Bitcoin Mining nicht, weil das ist ein Projekt, wo direkt mit Bitcoin zusammenhängt. Aber im DeFi-Bereich zum Beispiel ist es uns komplett egal, weil da bewegen wir uns zu 95% auf der Ethereum-Plattform oder auf einem Layer 2 oder aber immer irgendwo in der Ethereum-Welt, ja. Und deshalb ist uns da dann wahrscheinlich der Bitcoin eher egal, ja, wie der sich positioniert. Und das ist ja einfach so, das muss man verstehen. Also wir sind kein klassisches Krypto-Projekt, also auch nicht vergleichbar mit irgendwelchen, ich sag mal, MLM-Projekten, die es am Markt gibt. Du hast vorhin Hyper angesprochen zum Beispiel, ja. Die zeichnen sich ja aus, dass sie alle Jahr einmal den Namen ändern. Ja, das ist ja dann ihre Fähigkeit, was sie haben, ja. Und immer das Gleiche dahinter dran ist, ja. Aber einfach, aber das ist für mich ein Projekt, wo natürlich dann auch im Nachhinein betrachtet, es ist schwierig, das am Anfang zu sehen, aber im Nachhinein betrachtet ein Geldeinsammelmodell, wo halt im Endeffekt eigentlich gar kein echter Wille da war, wahrscheinlich so ein richtiges Investment zu machen. Das müsste man heute fast so unterstellen, obwohl ich da niemand was unterstellen möchte, aber aus der Ferne betrachtet würde ich das so einschätzen. Und was wir natürlich mit unseren Investments machen, vielleicht für dich, wir investieren zum Beispiel, das wird auch den Tobi interessieren, wir investieren gar nicht in irgendwelche Vertriebsmodelle am Kryptomarkt, wo irgendwelche MLM-Systeme hinten dran sind oder solche Sachen. Das tun wir nicht. Ja, weil die eigentlich gegen unsere Grundphilosophie verstoßen. Weil wenn ich in ein MLM-Projekt investiere, und da unterscheiden wir uns dann so, doch sehr wohl von anderen MLM-Systemen, dann ist es so, dass ich ein Geld investiere in Form von einer Einzahlung und von diesem Geld wird zuallererst mal die Company bezahlt. Also nehmen wir an, da gehen $10.000 rein, da gehen $3.000 in die Company, weil die müssen ja auch irgendwo leben. Und dann gehen nochmal $3.000 in den Vertrieb. Der Affiliate, der ist sehr teuer in diesem System normalerweise. Das heißt, da bleiben nachher nur noch $4.000 über. Und die werden dann hoffentlich investiert. Hoffentlich. Ja? Und in die jeweiligen Projekte. Und bei uns ist es ja eine ganz andere Situation. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich von dem Geld, was du investierst oder was, egal wer investiert, also es zahlt einer $10.000 Querstrich in Bitcoin ein, ja. Weil wir dürfen ja keine Fiat-Währung annehmen, weil wir sind ja keine Bank oder haben auch keine Banklizenz in dem Bereich. Und dann kommen die Bitcoins bei uns an oder die Satoshis bei uns an und dann werden die ja im Endeffekt, dann versuchen wir ja im Projekt, dass wir von diesen $10.000 kein Geld wegnehmen für die Company oder für irgendwelche andere Sachen. Und es ist auch so. Jetzt wirst du sagen, ja, da gibt es doch aber die 5% Einzahlungsgebühr und Auszahlungsgebühr. Ja, die gibt es. Aber auch die 5% Einzahlung und Auszahlungsgebühr ist eine Gebühr, die zurück in die Community fließt. Und auch Christian und ich und unsere Company ist ein Teil der Community. Also in der Community gibt es drei Beteiligte. Einmal der Investor, der das Geld einbezahlt. Dann gibt es einen zweiten Beteiligten, der ist meistens in Personalunion Investor und Affiliate.
Ja, also einer, der wo eben auch das Netzwerk betreibt, der wo sagt, er möchte es bewusst weiter empfehlen, das Geschäftsmodell. Ja. Und dann gibt es auch noch einen dritten Part, und das ist die Company. Das ist nicht nur Christian und ich, das sind aktuell ungefähr 10 Menschen, die da in dem ganzen Profit-Wallet-Konstrukt arbeiten jeden Tag. Und alle drei Parteien müssen eigentlich vom, und jetzt kommt das Entscheidende, nicht von der Einzahlung der Menschen leben, sondern vom Ertrag der Community leben. Und diese Einzahlungsgebühr, 5%, und auch die Auszahlungsgebühr ist ein spezielles, eigenes Ertragsmodell der Community. Das heißt, wenn ich $10.000 einbezahle und da gehen $500 weg und es kommen $9.500 bei dir auf dem Profit Wallet an, dann siehst du individuell als Einzahler im Augenblick, ich habe $500 verloren. Ist aber nicht richtig. Nicht ganz richtig. Naja, weil diese $500... Bei einer Versicherung verliere ich am Anfang 30-80%. Ja, aber und überall da, muss ich irgendwas bezahlen. Das ist in Ordnung, das ist legitim. Ja, nee, nur, dass du den Unterschied verstehst. Bei der Versicherung ist ein großer Unterschied. Da ist ja mein, daher komme ich ja, das ist ja meine Geschichte. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass das Geld von deinem eingezahlten Geld weggeht. Tatsächlich. Da geht es halt weg. Wenn du $100 sparst im Monat, gehen halt einfach 7, 8, 9% jeden Monat an Gebühren weg. Und die gehen auch wirklich weg. Es geht in die Rendite, also in den Spartopf oder in die Risikoabsicherung, die du hast, wenn du jetzt eine Kfz-Versicherung, Hausversicherung hast oder so, geht eben nur der andere Teil rein. Da geht es wirklich weg. Und bei uns soll es ja bleiben. Und diese fünf, wie gesagt, diese ein Auszahlungsgebühren sind ein Ertragsmodell der Community. Die sind Bestandteil eurer täglichen Renditen. Versteht ihr? Das ist ein Teil der täglichen Renditen. Ein kleiner, aber es ist ein Teil. Für uns ein wichtiger Teil. Wichtiger Bestandteil. Und das muss man verstehen in unserem System. Das heißt, wir wollen alle Kosten, die wir haben in Profit Wallet, wollen wir aus den Erträgen abgleichen. Das ist ein Grundgesetz für uns. Ja? Und das ist ja auch die Herausforderung, auch mal zu sagen, wir haben jetzt einen hohen Ertrag, dann lege ich mal was auf die Seite und gebe dir den Ertrag gleich ganz raus. Warum? Ja, weil ich vielleicht morgen höhere Kosten habe. Ich brauche einen neuen Mitarbeiter, ich muss nochmal, wir haben heute 40 Server laufen in Singapur in unseren Serverfarmen, wo die stationiert sind. Die müssen betreut werden, die müssen gehostet werden, die müssen abgedatet werden, etc. pp. Und so weiter. Ja, das kostet alles Geld. Ja? Und deshalb sind wir da auf dem Weg, dass wir sagen, wir wollen kein Geld wegnehmen vom Investor, was er einbezahlt, sondern wollen alles, was wir im Endeffekt reinbekommen, auch wirklich ins Investment bringen, ja, und damit alle Kosten bezahlen. Die Substanz, das ist das, was Christian gerade sagte, die Substanz, auch bei dem, wenn wir Miner verkaufen, muss erhalten bleiben. Das heißt, wir nehmen zuerst das Geld, was wir eingezahlt haben für den Kaufpreis, raus, legen es in die Liquidität, um wieder neue Investments zu machen. Und den Ertrag schütten wir dann aus. Über die täglichen Renditen, über unser Überlaufbecken, wie auch immer. Ja? Und das ist so diese Gesamtphilosophie, die wir haben. Und das unterscheidet uns vielleicht, für dich, Alexander, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu allen anderen Projekten, das unterscheidet uns. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen zweiten Punkt, der wurde mir jetzt aber auch schon in den ganzen offenen Worten am Anfang, was ihr jetzt gerade gemacht habt und uns gesagt habt, bestätigt. Ich glaube, es gibt kein Projekt aktuell, wo du so nah an diejenigen rankommst, die das letztendlich alles verantworten. Also auf jeden Fall die Investmententscheidung verantworten. Wir sind jede Woche in verschiedenen Calls. Du kannst uns überall persönlich angehen. Ich gehe sogar so weit, wenn du sagst, Stefan, kannst du mir einen Kontakt direkt zum Christian oder zum Alexander vermitteln, dann kriegt man das alles hin. Wir verstecken uns nicht, wenn du mich googelst, wenn du einen Christian googelst, weißt du, wo wir wohnen, was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Ich glaube, es gibt fast kein transparenteres Projekt im Kryptobereich, wie wir sind. Und das ist, glaube ich, auch noch eine große Unterscheidung zu allen anderen Sachen. Seid ihr dann eine Firma, die in Deutschland so gelistet ist? Ist jetzt komplett Deutschland im Endeffekt? Gar nicht. Nein, überhaupt Deutschland, nicht. Okay. Es hat mit Deutschland eigentlich gar nichts zu tun. Deshalb ist auch das Mika-Thema für uns jetzt gar nicht so ein Thema. Ja, wir sind in Deutschland, wir haben in Deutschland keine Niederlassung, wir haben keine Server da stehen, wir haben gar nichts in Deutschland, wir haben keine Mitarbeiter in Deutschland, wir haben nichts in Deutschland. Unsere Firma, was Profit Wallet betreibt oder die IT davon, die es gemacht hat, sitzt in Malaysia. Und da ist die verankert. Und das hat einfach Gründe der komfortableren Regulatorik, muss ich ganz ehrlich so sagen. So muss man es vielleicht sehen. Ne? Einfach und natürlich auch, ja, und auch der steuerliche. Auch steuerlich.
Jetzt schau mal, wenn ich 40% Steuern von den Erträgen Litauen, abgebe, Zypern. Ja, dann hab ich halt einfach 40% weniger, was ich euch ausschicken kann. So einfach ist es. Ja? Das ist eine einfache Geschichte. Ja? Und das muss man halt dann irgendwo für sich selbst dann auch eine Entscheidung treffen. Und die haben wir dann eben in der Form so getroffen. Und ja, und das ist so der Unterschied. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen diese Fragen beantworten konnte, so gut es geht. Ja? Was du dann noch angesprochen hast, war das Thema Ansprechpartner. Was passiert? Wenn da irgendwas ist, machen wir das Ding zu. Ja, es wird passieren irgendwann, Alexander, dass wir Einzahlungen stoppen. Aber wir machen das nicht am Bitcoin-Preis fest, weil der Bitcoin, wie ich vorher schon sagte, ist nicht entscheidend für uns, weil wir in Projekte investiert sind. Manchmal zahlen wir in Euro, manchmal zahlen wir in Solana, in whatever, in Matic, was auch immer, je nachdem, auf welcher Blockchain wir uns bewegen. Ne? Und das heißt, es wird aber irgendwann passieren, dass wir sagen, es macht gerade keinen Sinn, neues Geld anzunehmen, weil die Investitionsmöglichkeit eigentlich zu schlecht ist, weil es alles zu teuer ist, weil wir oben irgendwo an einem Ding angekommen sind. Das kann auch dann eine Fehlentscheidung sein von uns, weil vielleicht der Markt noch weiter hochgeht. Ist aber nicht schlimm. Man muss nicht immer den Peak treffen und den Boden. Das ist unnötig, ja. Man muss den richtigen Weg finden für sich selber und eine Strategie festlegen. Und wir werden irgendwann den Zeitpunkt haben, wo wir sagen, also Einzahlungsstopp. Ja? Und das hier kommt, ja, die Einzahlung ist das eine Thema, die Auszahlung ist das andere Thema. Nein. Und jetzt geht's weiter. Und da bin ich jetzt, das heißt, eins, was bedeutet es aber, weil du ja vorhin so detailliert auch gefragt hast, und es gäbe ja auch eine offene Antwort, wenn ich einen Einzahlungsstopp mache, bedeutet es auch was für unser Affiliate-System? Weil wir haben ein Affiliate-System, das geht um die Erträge. Das läuft weiter, das wird prozentual bezahlt. Wir haben aber ein zweites Affiliate-System, das ist das Wachstumsbonussystem. Wenn ich keine Einzahlung mehr habe, kann doch gar kein Wachstum mehr stattfinden. Das heißt, es werden diese Wachstumsbonusse, die heute bezahlt werden, weil ich Wachstum habe, irgendwann nicht mehr bezahlt werden können. Weil das System kein Wachstum mehr abbilden. So einfach ist es, dann werden wir das auflösen. Ja? Also das sind alles so Konsequenzen, die natürlich aus so einer Offenheit, die wir bringen, natürlich auch zu verstehen sind. Ja? Und dann geht es weiter. Und irgendwann werden wir entscheiden, Christian und ich glaube, es ist der Zeitpunkt da, die Assets zu vermarkten, die wir haben. Und dann werden wir einen Auszahlungsstopp machen für den Zeitpunkt der Vermarktung. Vielleicht 2 Wochen. Wir brauchen eine gewisse Zeit. Weil das wäre unfair sonst. Wenn ich dann irgendwie Leute aus, dann würden die uns vielleicht mehr Möglichkeiten stehlen. Und es kann schon sein. Und dann werden wir in dieser Zeit die Assets verkaufen, werden eine Gesamtbalance haben und die Gesamtbalance wird wiederum auf die einzelnen Balances sozusagen, ich sag mal, übertragen und ausgezahlt. Das ist so der Weg, ja? Das heißt, also ich war jetzt noch nie eingeloggt in eurem System, ich kenne mich jetzt da noch nicht aus. Ihr habt auch immer eine Übersicht über die verschiedenen einzelnen Investments. Nein, du siehst nur deine Balance. Okay. Das wollen wir alles gern, denn wir wollen ja ein Projekt sein, was jemand einfach die Möglichkeit gibt, am Kryptomarkt zu partizipieren. Wir wollen kein Projekt sein für Menschen, die ganz tief in der Thematik schon drin sind. Das sind wir auch nicht. Dafür sind wir nicht angetreten. Wir wollen es einfach machen, ja? So einfach wie möglich. Das heißt im Endeffekt, alle eure Projekte haben aber immer mit dem Kryptomarkt zu tun. Ausschließlich, ja. Ausschließlich. Das heißt, ihr seid, nur um es jetzt noch mal zu verstehen, im Endeffekt ein Investmentportfolio, das genau. Die ganze Bankenregulierung umgeht, aus diesem Grund eben im Kryptobereich und auch natürlich aus diesem Grund auch nur in Kryptobereiche investiert. Genau. Kann man so sagen, ja. Also gut zusammengefasst eigentlich. Okay, okay. Dann würde ich mal eines nochmal. Andreas hat vielleicht. Genau, dazu der hat die Hand gehoben. Jemand, der würde mal gerne das Wort geben, ja. Andreas. Ich hab zwei Fragen. Und zwar habe ich in der Einleitung gesagt, dass mir die Anzahl der Projekte, in welche ihr investiert, imponiert hat. Jetzt als Nicht-Experte im Feld hat man in den letzten Monaten gehört, dass es regulatorische Probleme gibt. Ich glaube, vor allem in Amerika, dass alles, was nicht Bitcoin ist, oder auch Shitcoin genannt, unter Umständen ein rechtliches Problem kriegt. Ja, das hat sich ja vor 2 Wochen bereits alles reduziert durch das Urteil
gegen Ripple und die Anerkennung, dass Ripple nicht unbedingt ein, also aufs Kurz gebracht, kein Security ist. Dadurch sind diese Coins, die mit in diese Situation gekommen sind, wie Ethereum, wie Cardano, wie Stellar und alle anderen, sind in die ähnliche Situation gekommen, dass man davon ausgeht, dass auch die keine Securities darstellen. Die Frage war hier die Vermarktung der Coins, wie wurden die an den Markt gebracht? Und das ist die Situation in den USA. Grundsätzlich würde ich in eins grundsätzlich denken, und das finde ich immer ganz spannend, wenn wir uns über dieses Thema Krypto auch immer unterhalten. Wir machen uns alle immer Gedanken, wie ist die Situation heute und was wird uns heute gesagt? Und danach treffen wir Entscheidungen. Was bedeutet das für mich in der Zukunft? Aber die Situation ist doch eine ganz andere. Wir investieren doch heute nicht, weil der Kurs heute da steht, wo er steht. Wir investieren auch heute, weil wir sagen, der Markt wird sich verändern und in 6, 12, 18 Monaten wird der Markt vielleicht eine andere Situation haben. Ich kaufe ja Miner heute nicht, weil gerade der Minermarkt keine Rendite bringt oder weil es sich nicht rentiert, sondern weil es in der Zukunft ist. Und so ist es auch ein bisschen in den USA. In den USA haben wir eine Wahl. In den USA haben wir die Situation, da wurde ein bisschen gerasselt. Da haben die ein bisschen Autoritätsthemen. Ja, die Fed macht viele Dinge gerade. Die haben ein Liquiditätsthema. Aber das wird sich alles lösen in den nächsten Jahren. Hat vorhin jemand das auch mit reingebracht und gesagt, wir werden in den nächsten 18 Monaten oder in naher Zukunft Änderungen sehen. Und so sehe ich es auch. Das Thema Krypto war da ein Thema. Aber grundsätzlich werden die es lösen. Sie werden insgesamt Regeln finden, sie werden Leitlinien haben. Sie haben gesehen, dass wir in Europa mit MiCA eine Entscheidung getroffen haben, wie das laufen wird. Das sind andere Länder, die auch Entscheidungen getroffen haben und die USA wird auch ihre Entscheidungen finden. Und ich glaube, dann wird es eine gewisse Regulatorik für alle geben. Und ich glaube, die Entscheidung wird nicht sein, wird es negativ, sondern es wird positiv für alle. Die Frage ist, wie setzen sie es um? Denn nichts... Warum soll eine große Firma wie Fidelity, warum soll BlackRock sagen, wir sprechen jetzt nach vorne, gehen in diesen Markt mit rein, haben Menschen ausgebildet, haben die Netzwerke geschaffen, haben die Infrastruktur aufgebaut, bauen jetzt dementsprechend einen ETF mit auf, der ja von dem physischen Bitcoin mit betroffen ist. Das sind ja alles Dinge, die entstehen, die einfach noch eine gewisse Zeit brauchen. Und wenn wir heute sagen, okay, wir machen uns Gedanken drüber, ich sehe diese Gedanken nicht, ich sehe, die Digitalisierung schreitet vor. Ich sehe, alles, was wir sehen, wird in der Zukunft weiter erfolgreich werden. Und ich denke, die meisten, die sich schon länger damit beschäftigen, sehen das wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube nicht, dass wir kriegen es nicht mehr in die Box rein. Bitcoin ist out of the box. Kryptos sind out of the box. Wir kriegen es nicht mehr rein. Die Frage ist, wie können wir alle damit positiv umgehen? Und deswegen glaube ich auch, das wird vielleicht dauern, aber es wird Regulierungen geben und damit werden alle ganz positiv fahren. Insgesamt muss sich jeder dem anpassen, was passiert und vielleicht da auch. Wir haben in Europa verschiedene Länder. Im nächsten Monat müssen wir die Regulatorik, die wir haben, also diese Reisebestimmungen für Krypto in UK einsetzen. Also das heißt, in einem Monat, UK führt es im September ein, ist, wenn du akkumulierst, gemeinsam mehr als 1.000 Dollar irgendwo hinschickst, hat deine Bank bestimmte Überprüfungssituationen durchzuführen mit dir. Du hast gewisse Pflichten zu erledigen. Das kommt Ende des Jahres bei den anderen Teilnehmern in Europa. Also wir werden regulatorisch alle an die Hand genommen und müssen bestimmte Dinge tun. Das werden wir nicht verhindern können, aber wir müssen da jetzt durch, um diesen Durchbruch in Krypto einfach mit hinzukriegen. Ja, das ist nun mal so. Deswegen keine Angst haben, nach vorne blicken, positiv nach vorne blicken und alles ist gut. So sehe ich das. Ich hoffe, euch geht es ähnlich, dass ihr sagt, das ist kein Hindernis, sondern die Zukunft wird dadurch besser. Ja. Kann ich noch was nachlegen? Ja, mach. Diese plus 50 Projekte. Wie viele Prozent von denen sind, sagen wir, direkt mit Bitcoin verbunden und wie viele sind mit Shitcoins oder Dollar- und Eurozahlungen verbunden? Wir haben keine Euro-Dollar-Zahlungen, das interessiert uns nicht. Wir haben 35% unseres Portfolios in Bitcoin, weil wir Bitcoin-Mining betreiben. Das sind unsere 35%. Wir halten DeFi fast, ich glaube, Alexander, was ist die aktuelle Zahl im DeFi-Bereich, die ja, wir drin haben? Ich glaube, wir sind bei 20, 25%. Was nee, sagt die aktuelle Quote? Fast 30% aktuell. 30% ist der DeFi-Bereich, das heißt, der ist auf Ethereum aufgebaut und der Rest sind verschiedene Projekte aus verschiedenen Bereichen. Ja. Aber wichtig ist am Ende, er hat recht. Er hat recht, wir haben im Seed-Bereich schon auch Fiat-Zahlungen. Also wir machen ja auch
solche Seed-Investitionen, dass wir ganz früh bei Firmen einsteigen und uns wirklich auch an der Firma beteiligen. Und diese Beteiligungen werden noch in Fiat bezahlt aktuell. Es gibt zwar heute auch schon Tokenisierungsmodelle für Firmenanteile, also für Shares, da gibt es schon Sachen, gerade aus der Schweiz, weil wir ja hier ein paar Schweizer auch drin haben, die sind da schon deutlich weiter wie die anderen, also wie die Europäer, so möchte ich es mal sagen, ja. Und aber wir halten keine Euro, das war die Frage. Nee, wir halten keine Euro. Weil die Firmenbeteiligung, die wir haben, am Ende wird ja dementsprechend irgendwann später über eine Token ausgeschüttet. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, nicht im Thema. Aber ich gebe dir schon recht, es ist ein diverses Portfolio und ich hoffe, dass wir 100% erfolgreich am Ende des Tages durchkriegen. Wir sind uns aber auch bewusst, da kann bestimmt ein Projekt dabei sein und es wird auch dabei sein, was vielleicht nicht so erfolgreich ist. Aber ich glaube, als gutes langfristiges Investment geht es gar nicht darum, 100% deiner Projekte durchzubringen. Ich sage, wenn wir nach dem Pareto-Prinzip gehen und sagen, wir kriegen 80% der Projekte, die Ideen, die wir haben, die Ideen, die wir mitgenommen haben auf dem Weg, kriegen wir positiv durch, dann sind wir super happy. Und wenn eins besonders gut wird, freuen wir uns, das eine oder andere vielleicht nicht gut wird. Oder wenn es mal einen Ausfall gibt, ja, wird kommen. Wir hatten auch in der Vergangenheit einen Ausfall, da haben wir ganz offen drüber gesprochen. Auch wir hatten Tokens von FTT-Tokens bei FTX, weil wir bei FTX Trading gemacht haben. Also was heißt Trading gemacht haben? Weil wir dort die Coins gewechselt haben, getauscht haben. Das heißt, wir haben FTX genutzt, um dort Geld reinzuschicken, den zu wechseln, dann das Geld wieder zurückholen. Weil eine Börse aus unserer Sicht ist nichts, wo ich Geld lasse, sondern die nutze ich für die Dienstleistung. Einzahlen, wechseln, runterholen. Das ist das, was, glaube ich, eine Börsentätigkeit ist. Aber dort hatten wir FTTs, um im Endeffekt Gebühren zu sparen. Ja, ist eine ganz normale Situation gewesen. Da haben wir damals einfach ein paar verloren, aber das gehört mit dazu. Ja. Schlimm wäre es gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest, weil jetzt können wir wieder sagen, okay, was haben wir da durch Gebühren gespart, weil wir die hatten, was haben wir jetzt wirklich an Tokens verloren, ja, also das kannst du am Ende des Tages wieder gegenrechnen, ja, aber sei es dahingestellt und die, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch die Idee, ja, und wir verkaufen auch immer wieder aus den Projekten mit ab und geben auch immer wieder Dinge weg. Wir sind auch, ich glaube, wir sind heute, müssen wir zusammenrechnen, gar nicht mehr bei 50, sondern ein bisschen drunter sogar, ne? Aktuell, das ist genau weg, ja? Wir haben im NFT-Bereich ein paar Projekte abverkauft, und so weiter. Also, deshalb sind glaube ich auch ein bisschen drunter. Ich hätte jetzt noch Fragen jetzt zu dem ganzen fachlichen, was ihr habt. Ganz einfach gestellt. Gibt es noch so eine Grenze, wo man sagt, ab da rentiert sich es erst, bei euch ein Geld reinzulassen? Oder gibt es eine Zeit, wo man sagt, unter dieser Zeit ist auch nicht so gescheit? Also gibt es da irgendwelche Richtlinien, wo man sagt, so viel Geld für so eine Zeit und dann hast du die beste Rendite oder so? Also grundsätzlich gibt es keine Richtlinien, aber du hast halt immer so, du solltest, also wenn du weniger wie 3 Monate weißt, dass du dein Geld weglässt, dann machst du Geld kaputt, weil wir eben die Ein- und Auszahlungsgebühren berechnen müssen. Ne? Und die holst du halt mit den Erträgen in der Zeit nicht rein. Ich denke da schon so an Jahre, aber. Ja, dann ist das kein Problem. Und dann musst du halt selber, du musst das einbezahlen, was du kannst. Ja, weißt du, wenn du kriegst ja immer prozentual zu deiner Einzahlung den Ertrag. Das heißt, das ändert sich ja nicht. Wenn du jetzt $100.000 einbezahlst, kriegst du ja deshalb nicht prozentual mehr. Das machen wir nicht. Du kriegst genauso dieser tägliche Ertrag wie jemand, der $100 eingezahlt hat. Und wenn ich jetzt halt $100... Ungefähr, wenn ich jetzt, ich bin kann ich sagen, ja, kann ich sagen, du kriegst aktuell 0,1% ungefähr am Tag. Also es liegt zwischen 0 und 0,6%. Das ist die Spanne. Ja? Mhm. Aktuell liegen wir bei 0,1%. Das ist ungefähr 3% im Monat. Und wenn du jetzt $100 eingezahlt hast, hast du jeden Monat $3 Ertrag. So. Okay, machen wir ein einfaches Beispiel. Ich zahle jetzt 1.000 rein, weil ich sage, okay, auf den kann ich gut verzichten und ja. So, als wenn der nicht da wäre. Also dann heißt es, dann würde ich in einem Jahr... Hast du in einem Monat ungefähr $30, 3% im Monat, im Jahr mit Ertragsmodell liegst du ungefähr ich sage jetzt mal, bei 40%, dann hast du also $1.400 nach einem Jahr. Mhm. Ungefähr. Vorausgesetzt, wir bleiben bei 0,1 und die 3% werden. Das muss man mal sagen. Deswegen auch diese Range 0,0 bis 0,6. Wir gehen aber alle davon aus, dass wir die tieferen Zeiten bereits erlebt haben im Kryptomarkt und dass es eigentlich positiv wieder wird. Trotzdem schließen wir die Dinge ja nicht aus. Das vielleicht noch ganz kurz dazu. Genau. Aber ich sehe es eher positiv nach oben hin. Gibt es da und irgendein das, was man einbezahlt hat, dass man das auch verliert? Ja klar, du kannst überall bei jedem Investment, was du betreibst grundsätzlich,
kannst du dein Geld verlieren, das, oder deine Vermögenswerte, die du eingebracht hast. Das schließen wir auch nicht aus. Das ist einfach so, ja, weil man muss halt dann das Risiko und diese, wie hoch ist denn überhaupt das Risiko, dass das passiert, ja. Das muss man natürlich gegenüberstellen, für sich selbst abwägen ein Stück weit, ja. Aber es ist nicht, es ist einfach, wir haben bei jedem Investment, das du heute in Entscheidung triffst, hast du ein Totalverlustrisiko. Und das hast du auch bei uns. Ja, aber ich merke schon frühzeitig, oder es waren es dann schon frühzeitig, dass man sagt, okay, jetzt. Na, vielleicht ganz kurz, du siehst es aus einer anderen Sichtweise wie wir. Alexander will damit sagen, wenn wir heute investieren, haben wir verschiedene Risiken, die wir haben. Auch wir haben auch Kollegen hier drin, wenn du ins DeFi-Thema gehst, du bist nicht davor gefeilt, dass du irgendwo ein Smart-Contract-Problem kriegst, dass irgendwo ein Smart-Contract falsch gelaufen ist, dass irgendwo vielleicht ein Hack stattfindet. Du bist nicht davor gefeilt, dass morgen in den USA jemand sagt, Mining ist verboten und wir auf einmal keine Mining-Erträge mehr dadurch haben. Oder dass Bitcoin, ja, keine Ahnung, übermorgen nicht mehr interessant ist, weil es den neuen Coin gibt, den jetzt jeder haben will und keiner will mehr Bitcoin haben, wovon wir jetzt nicht ausgehen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich jetzt nach der Historie von Bitcoin und allem, was wir haben. Aber angenommen, der wäre morgen nichts mehr wert, dann wären unsere Miner nichts mehr wert und dann wären natürlich 35% unseres Investments nichts mehr wert. Also das ist das, was Alexander sagt, aber das ist eher unwahrscheinlich, dass das so kommt. Ja, muss sich jeder, aber wir können nicht sagen, es wird nie kommen. Ich hoffe, das ist so ein bisschen, dass du das mitnimmst, wie wir das sehen. Nichtsdestotrotz sind wir eine Investorengemeinschaft und wenn das so wäre, dann würde trotzdem jeder von uns, Alexander ist investiert, ich bin investiert, jeder von uns ist investiert, dann wäre das so, dann würden 35%, wenn es jetzt so wäre im Mining, die wären halt weg. Die würden gleichzeitig bei jedem wegfallen. Aber das ist ja der Vorteil einer Gemeinschaft, einer Community. Denn am anderen Ende haben wir eins, wenn wir positive Erträge machen, die wir machen, dann kriegt ja auch jeder seine Erträge. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, man muss das einfach so sehen und sagen, wie schätze ich dieses Gesamtthema ein? Und wir haben versucht, über die breite Streuung, über die verschiedenen Branchen, über die verschiedenen Bereiche, über die Vielzahl der Projekte, hier dementsprechend ja das alles zu minimieren. Ich denke, ein Risiko wäre weitaus größer, wenn du sagst, ich treffe mich heute in Entscheidung, wie wir es gerade im Vorredner gehabt haben, für irgendeinen Shitcoin, wo ich sage, das ist der nächste Coin, der 100x macht. Also da würde ich mich wahrscheinlich weiter schwerer tun, irgendwas zu tun, weil ich sage... Deswegen habe ich mich bis jetzt nirgendwo entschieden. Genau. Sehr vorsichtig, aber genau. Eben, der Gerhard hat mich dann heute schon dazu gebracht, dass ich, und ich finde es bis jetzt eigentlich ganz seriös und interessant, und ich werde jetzt ein bisschen zu Geld kommen nach dem Urlaub, weil die Mama ist verstorben, und da ist jetzt dann die Überlegung, ja, bekommt ihr, wie viel von dem Geld bekommt ihr? Also okay. Da können wir ja nochmal mit Gerhard nochmal einen Dreier-Call machen, wo man nochmal vielleicht auf die Situation dann ein bisschen drauf eingehen kann. Also theoretisch muss man ja sagen, ist ein Totalverlust möglich. Die Frage ist immer, wie hoch ist tatsächlich das Risiko, dass dieser Fall eintritt? Und ich aus meiner Perspektive mit dem breit gestreuten Portfolio würde sagen, es ist sehr gering. Aber theoretisch ist es vorhanden, das Totalverlustrisiko. Das muss man auch jedem sagen. Gut, wir haben natürlich ein Risiko, aber das sagen wir auch immer. Das war ganz offen. Das ist, glaube ich, wie überall. Wenn wir morgen einen Bankrun hätten. Ich sage, morgen würde jeder von uns hier entscheiden, nee, heute ist ein guter Tag, ich möchte mein Geld zurückhaben, weil wir ja die Option bieten, dass jeder jederzeit raus kann. Ja, deswegen haben wir 20% reserviert dafür, weil wir aber nicht davon ausgehen, dass das jeder natürlich morgen macht. Aber angenommen, es wäre so, dass morgen alle raus wollen, dann müssten wir eins machen und sagen, okay, wir wollen als Community heute dieses Projekt schließen, wir wollen alle raus, wir wollen, dass wir alles veräußern, dann würde in dem Moment eins passieren, wir würden sagen, okay, Tabula rasa, Ende, wir machen Schluss, wir nehmen keine Einzahlungen mehr an, wir geben keine Auszahlungen raus, wir verkaufen jetzt alles, was wir haben, und dann wird geguckt, was ist der Ertrag, den wir haben, und der wird unter allen aufgeteilt, ja. Und während wir jetzt in einer Situation, das ist jetzt das gewesen, die fand ich, da war es so eine Situation, wo ich sagte, da hätte sowas passieren können. Angenommen, der Bitcoin ist ja gefallen, wir hatten es Anfang des Jahres über 16.000, wo er war, und immer mehr Menschen haben da Angst gekriegt außenrum, ja, und angenommen, es wäre so gewesen, dass alle gesagt haben, wir glauben nicht mehr an diesen Markt, da hätte sowas passieren können, ja, und dann hätte man natürlich sagen können, Mensch, wir haben bei weitaus höheren Preisen Assets eingekauft, in einem sehr niedrigen Markt müssen wir die jetzt alle verkaufen, dann hätten wir Verluste realisiert. Ist im Übrigen wie bei allem, wenn du hoch was einkaufst und niedriger verkaufen musst,
machst du einen Verlust. Aber die Situation sehen wir aktuell eben nicht. Ja? Wir hatten ja auch erst ein Community Audit. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das heißt, wir haben Leute mit eingeladen. Die waren bei uns mit in Litauen. Die haben wir mitgenommen. Mit denen hatten wir eine Offenlegung der Bücher, haben denen gezeigt, was haben wir, wo haben wir investiert, welche Assets sind da, wo sind wir überall drinnen. Und die konnten uns dann dementsprechend der Community auch bestätigen, dass hier dementsprechend die Assets vorhanden sind, dass wir auch wirklich investiert haben, dass es die Miner gibt, dass die DeFi-Projekte da sind, dass wir die NFTs halten, von denen wir sagen, dass wir sie halten. Und das, glaube ich, war ein ganz wichtiges Thema. Also das ist wieder dieses Thema Transparenz, Trust, genau. Aber nichtsdestotrotz, danke dir. Ich werde jetzt rausgehen. Ja. Denise, die Liste, kann man da einen Link haben oder kannst du das irgendwie zuschicken, weil du schon hast, es gibt so eine Excel-Liste. Dani, diese Excel-Liste, hast du die verfügbar? Dann könntest du sie mir schicken und ich leite sie dann an Gerhard weiter. Ja, ich schicke sie dir. Ja, genau. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage zur Liquidität. Es gab ja jetzt so ein bisschen Verunsicherung, die Renditen oder die Erträge sind im Moment nicht so hoch. Dann wurde jetzt der Wachstum, also aus dem Karrierebonus, wurde so ein bisschen Richtung Wachstumsbonus, wo man jetzt eine gewisse Vorgabe hat. Und das in der Network-Szene ist es so, dass leicht die Stimmung kippt und dann wird irgendwie dann wandert die Herde ab und ist auch ein Risiko fürs Projekt. Gab es schon mal. Ja, eigentlich. Ja. Nee, kurz noch meine Frage. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Ihr habt im Moment 20% Liquidität. Seid ihr mit dem, was ihr so an Liquidität habt, schon mal in der Laufzeit des Projekts ans Limit gekommen, dass man gesagt hat, oh, jetzt müssen wir, wenn es jetzt so weitergeht, müssen wir was veräußern, also höhere Abflüsse? Nee. Und ja, das ist gut. Und könnt ihr im Moment sagen, vielleicht so quartalsweise oder so, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was Abflüsse und Zuflüsse anbelangt. Also, weil es gibt ja Leute, die nutzen Profit Wallet, die bauen ein Team auf und nutzen das als Job, als Einkommensquelle, nicht jetzt als, um so viel wie möglich Liquidität aufzubauen, sondern als Einkommensmöglichkeit. Und dann gibt es ja andere, die legen Geld auf die Seite, lassen es liegen, reinvestieren permanent. Und da habe ich jetzt nicht so ein Gefühl, wie es insgesamt sich entwickelt. Wir haben noch eine dritte Gruppe. Wir haben noch eine dritte Gruppe, die hast du nicht genannt. Und die dritte Gruppe sind die, die gesagt haben, ich habe geerbt, ich habe meine Immobilie verkauft, ich ziehe ins Ausland, ich habe einen bestimmten Betrag X und den möchte ich, dass der für mich arbeitet und damit mein Leben finanziert. Von dieser Gruppe haben wir extrem viele Menschen für die digitale Nomaden, die sagen, Mensch, ich lege irgendwo 100.000 hin, dadurch habe ich einen Ertrag von $3.000 im Monat aktuell, damit kann ich fein leben und so finanziere ich mir mein Leben. Eine ganz große Gruppe und die fallen natürlich auch mit rein in diese Auszahlungen, aber die nehmen im Endeffekt das raus, was sie an Ertrag für sich generiert haben und so haben wir drei verschiedene Gruppen. Insgesamt, Alexander, ich kann es ja sagen, wir sind bei knapp 5% auf Basis einer Einzahlung, die wirklich nur am Ende des Tages wieder auch rausgehen. Also das ist jetzt nichts ganz minimal. Wir haben überhaupt auch die Anpassung des, wir passen immer wieder mal zum Bonussystem auch mal an, weil wir führen Profit Wallet wie ein Unternehmen im Endeffekt. Und wenn wir merken, da läuft was aus dem Ruder, weil unser Hauptfokus liegt eben auf dem Investor. Der Investor ist für uns der Wichtigste in dem ganzen Spiel. Das heißt, wenn die Gefahr besteht, dass die prozentuale Aufteilung der Renditen, nämlich 66% an den Investor, 20% ins Affiliate-System und 13% an die Company. Wenn das aus dem Ruder läuft, dass die 20% zu viel werden, dann korrigieren wir auch mal gern das Bonussystem, das Wachstumssystem. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Das werden wir auch ein drittes oder viertes Mal machen, wenn es sein muss. Ja? Weil wir werden es nicht zulassen, dass auf Kosten des Investors ein Affiliate zu viel Geld bekommt. Das tun wir nicht. Ja? Weil das Projekt ist kein Affiliate-System, sondern das Projekt ist ein Investorenprojekt. Das ist einfach so. Aber es gibt natürlich gute Affiliates bei uns, die auch echt gut davon leben können, von den Erträgen, weil sie riesige Communities aufgebaut haben. Und denen sind wir auch sehr dankbar, weil nur durch die konnten wir auch die Größe und die Schlagkräftigkeit letztendlich erzielen. Ja? Aber es muss halt alles immer im Content sein. Aber wir haben das nach der Veränderung, weil wir damit so offen umgehen, haben wir da eigentlich keine große Veränderung entdeckt.
muss ich sagen. Also was die Situation Einzahlung, Auszahlung angeht oder ja, so. Ja, ja. Also nee, am Anfang kommt halt immer so ein bisschen, wenn so eine Veränderung kommt, kommt so ein Raunen und dann wird ein bisschen gemeckert und dann legt sich das wieder. Stefan, so ich müsste raus, ich habe nämlich jetzt noch einen Call, aber der Christian ist noch drin. Ich habe um 14 Uhr eine schon, die hat das gerade schon angerufen. Ich muss da kurz in den anderen Call. Christian, ganz kurz, ruf mich nachher mal zurück, weil es ist ein Thema, was uns beide betrifft, wo ich da gerade reingehe, wegen der Veranstaltung. Gell? Alles klar, tschüss. Ja, ja. Danke. Ciao. Ciao, wir alle können zusammen. Dann auch, Dank. Danke dir, danke Alexander. Ja. Wir können auch so langsam zum Schluss kommen. Ja, alles gut. Ich hätte da noch mal eine kleine Frage. Wie groß ist denn unsere Community eigentlich? Ich habe überhaupt gar keinen Plan, wie groß sind wir denn jetzt? Wir sind bei über 17.000 Menschen mittlerweile. Ah, okay, das ist eine Statistik. 17.000 Menschen und wir haben ein gültiges KYC mittlerweile aus 55 Ländern. Also wir sind da sehr, sehr glücklich, dass wir, wie gesagt, in vielen, vielen Ländern vertreten sind. Und ja, freuen uns auf das, wie es weitergeht, ja. Wie viele Manager gibt es da, Christian? Was fragen? Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir eins sagen, das ist vielleicht einfach, da kannst du es dir ausrechnen. Wir haben ungefähr 10% unserer Teilnehmer, die wir haben, unsere User, machen beides, sind also einerseits Investor und auch Vertriebspartner. Das heißt, das sind knapp 10%. Ja, da kannst du ausrechnen, das sind vielleicht also um die 1.800 Leute dann, 1.700 Leute. Und jetzt 90% sind Investoren. Und die einfach nur sagen, mir gefällt es, was wir tun. Genau. Adrian hat noch die Danica, wie hoch im Moment das Verwalt oder das investierte Volumen ist. Ja, im unteren zweistelligen Millionenbereich, das sagen wir immer noch. Und aber ein unterer Zweistelliger sind nicht, wie letztens einer gesagt hat, das sind dann 75 Millionen. Also das ist nicht ein unterer Bereich, sondern es ist unten. Genau. Ja. Von dem her, wir sind nicht riesig, wir sind ganz, ganz klein, ganz fein. Und ich finde, da gibt es immer so ganz viele, die draußen sich da rühmen und sagen, was weiß ich, wie viele Millionen und wie viele hunderte Millionen sie haben. Ja, ja. Die sollten sich lieber darum kümmern, dass sie ein ordentliches Produkt draußen haben. Die sammeln immer nur ganz viel Geld ein und kriegen aber nichts auf die Kette. So ist mein Gefühl, außer dass ich selber die Tasche voll mache und später ist der Bildschirm schwarz. Ja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Da habe ich eine persönliche Meinung zu diesen Dingen. Muss ich auch aufpassen gegen bestimmten Projekten. Bin ich nämlich der Meinung, da werden die Leute von morgens bis abends eigentlich nur veräppelt. Und mir tut es immer wieder weh und leid. Und ich kann es immer wieder sagen, wenn dann Menschen bei uns drin sind, eigentlich eine gute Möglichkeit haben, feststellen, das funktioniert gut, dann von irgendjemand angequatscht werden, weil es wieder 8% am Tag irgendwo anders gibt oder 2,5% in der Stunde oder, keine Ahnung, jetzt gibt es das Neue, was gerade durchgetrieben wird, wo jetzt der eine oder andere sagt, da gehe ich lieber dahin, da gibt es 40% im Monat. Ganz ehrlich, das ist vielleicht einmal ein Aufruf auch in der Gruppe hier mal zu sagen, hey, do your own research. Bitte einfach mal reingehen und gucken, wenn euch jemand 40% im Monat anbietet, wie geht es? Ihr habt vorhin gehört bei uns, die Firma muss da Geld verdienen, der Vertriebspartner muss da Geld verdienen und wie viel bleibt für den Investor übrig? Und ganz ehrlich, schaut euch die Dinge an, zweimal angucken, dreimal angucken, das funktioniert nicht. Und wenn, da sind wir bei diesem Thema, spekulativ, höchstes Risiko, hoffentlich warst du nicht der, der es einen Monat zu spät erfahren hat, weil du kein Geld mehr dann kriegst. Und das ist das haben wir auch letztens bei uns in der Community mal gehabt, da ist mal sowas durchgetrieben worden, wo sie alle dann rein sind, und gemacht haben, es ist ja nur Spielgeld, das ist doch alles Geld, was wir bei Profit Wallet gewonnen haben. Ja, das war ja eigentlich, finde ich eigentlich schade, ja. Natürlich war es bei uns gewonnen und es war Ertrag, aber am Ende war es weg. Der eine hat 10.000 verloren, der nächste hat verloren und die haben alle in irgendwas investiert, was 2,5% gab in der Stunde. Ja, einzahlen konnten sie alle, nur auszahlen konnte keiner. Haben sie dann aber erst eine Woche später festgestellt. Ja, das geht gar nicht. Das ging aber schnell, dass das platt war. Naja, das hast du mitgekriegt, oder? Nee, ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das sind neue Menschen, die kommen in den Space, die haben noch keine Ahnung davon, die werden getriggert durch sowas, da gibt es viel und dann kommt man vielleicht auch auf den Gedanken, sagt, Mensch, das ist ja klasse, jetzt habe ich da ein bisschen was mitgenommen, komm, ich zahle das aus, jetzt kann ich das in 2 Wochen verdoppeln, die eine Hälfte lasse ich dann weiterlaufen, die andere schicke ich wieder zurück, Mensch, habe ich die eierlegende Wollmilchsau, alles ist super, alles passt, ja. Und das ist Risk und das ist natürlich schade, aber gut. Jeder muss dann am Ende selber wissen, was ist. Entschuldige, ich glaube, der, genau, ja. Genau. Ich habe noch ein paar Fragen.
Und zwar, wenn ich jetzt anfange zu investieren, investiere ich somit in alle bisherigen Projekte mit rein oder investiere ich in alle die jetzt neu kommenden Projekte? Nee, gar nicht. Du bist, wir haben ja eine Gesamtportfolio. Das heißt, es wird immer prozentual zu jedem. Das ist egal. Also das heißt, selbst wenn du jetzt dazu kommst, dann hast du den Einkaufsvorteil, den wir im Mining gehabt haben, steht dir genauso zu. Weil wir im Endeffekt jeden Tag den Ertrag, du musst dir vorstellen, aus jedem Projekt kommen täglich die Erträge. Die kommen zusammen. Und dann wird aus diesen Erträgen, jetzt als Beispiel, wir würden 100 Dollar Ertrag machen, dann gehen diese 100 Dollar automatisch ins System. Wir sagen, pass auf, das war das, was wir heute Gewinn gemacht haben. Geben diese 100 Dollar ein. Im Übrigen, das ist das Einzige, was wir noch tun, dass wir am Ende das Ergebnis noch eingeben. Alles andere wird über diese kompletten Rechnerstrukturen mit allem komplett durchgerechnet, ausgerechnet, verteilt. Wir machen jeden Tag 17.000 Abrechnungen. Im Vertrieb 17.000 Abrechnungen für jeden einzelnen User. Jede Stunde läuft der Rechner durch und checkt neue Ränge und Co. Also das ist unglaublich. Das läuft alles automatisiert. Und das ist echt schön und das wird automatisch dann verteilt. Und wir haben ja einen Schlüssel, das hat der Alexander vorhin gesagt, wenn wir 100 Dollar Ertrag hätten am Tag, gehen davon 66 Dollar an die Investoren, es gehen 20% an die Vertriebspartner über unser Affiliate-System und dieses Bonussystem 2, wie wir es gehört haben, dieses Wachstumssystem. Und es gehen 13,3% an uns, an die Company. Und mit diesen 13,3 wird Alexander, ich und mein unser dritter Partner bezahlt, sowie auch die restlichen 7 Leute des Teams und alle anderen Kosten, die wir haben. Ihr habt gehört, wir haben mittlerweile 40 Rechner. Also als wir gestartet haben am 1.4.2022, haben wir einen Computer gehabt und so ging das los mit dem ersten Server. Heute haben wir, das nennt sich dann Resistant, glaube ich, nennt sich das. Das heißt, du hast immer drei Rechner hintereinander, der Rechner, die Kopie, also das heißt, Backup ein Backup oder oder ein zweiter, der einsetzt und dann noch eine Kopie dahinter. Also dass du, und das dreimal nebeneinander. Das heißt, unser Ziel ist ja, es darf nie offline sein. Denn wir haben natürlich das Problem, durch das, was wir tun mit dem Thema Telegram, wären wir mal offline, dann kannst du dir vorstellen, da würden ja alle voll am Rad drehen. Und weil da, ja, das, ich weiß noch, es war total cool, das ist eine Story, die ist eigentlich ganz nett. Jeder hat sich so, weil das alles automatisiert ist, und da müsst ihr auch dran denken, ab 19 Uhr triggern die Erträge rein. Und je mehr Menschen wir werden, ja, umso länger braucht das System, das durchzurechnen. Ist ja logisch. Und das gut zu schreiben, weil ja alle durchgerechnet werden einzeln. Und das dauert natürlich. Und ich weiß noch, wir hatten einen Tag, da war, glaube ich, die Umstellung zur Sommerzeit oder so. Und das Lustige war, in dem Moment, ich war eine Stunde später dran, haben wir Anrufe gekriegt von Leuten. Boah, was ist los? Normal ist mein Geld um 7 da, es ist nicht da. Seid ihr durch? Seid ihr down? Ist alles vorbei? Seid ihr vorbei? Schluss, habe ich doch gleich gewusst. Ah, scheiß Betrug. Und ich sage, hey, was ist denn los bei euch? Ja, weil sich jeder so dran gewöhnt hat an dieses 19 Uhr, wo ich gesagt habe, hey, sagt nicht 19 Uhr, sagt, es kommt einfach am Abend und fertig. Ja, aber das sind so lustige Dinge eben, genau. Wenn du jetzt gerade eben auf die Rechner ansprichst, seid ihr jetzt dann nur auf Malaysia aufgestellt? Nein, ihr seid Gar international nichts aufgestellt. in Malaysia. Nee, wir sind die Firma sitzt in Malaysia. Also, Die Firma aber die sitzt in Rechner jetzt was Malaysia. Internet und was Connection angeht, ist international, also seid ihr in drei, vier Ländern im Endeffekt. So ab, Das nur komplette, absichern. nee, das, nee, also das nochmal, die Firma, die Registrate Company sitzt in Malaysia. Wie wir es vorhin gesagt haben, liegt daran, dass dort für Firmen, wo du Geld im Ausland verdienst, steuerliche Vorteile bestehen. Deswegen machen ja Firmen wie Apple und Google ihre Firmen in Irland, obwohl sie die hier irgendwo oder irgendwo auf der Welt Dienstleistungen verkaufen, um steuerlichen Vorteil zu haben. Genauso ist es bei uns. Das heißt, auch wir haben in Malaysia die Firma aus steuerlichen Gründen dementsprechend und regulatorischen Gründen, weil dort das Thema der Bitcoin-Einzahlung und der Verwahrung und alles anders geregelt ist, macht einen Vorteil, ist einfacher zum Arbeiten. Und somit sitzt unsere Softwarefirma, die den Bot dementsprechend macht, in Malaysia. Unsere Serverstruktur für die Rechner sind verteilt auf verschiedene Standorte, weil wir ja dementsprechend das auch absichern müssen. Das heißt, wir haben verschiedene Serverzentren und hauptsächlich sind die natürlich in Singapur. Ja, hat einen großen Vorteil, weil auch dort gibt es wieder aus IT-Sicht Vorteile gegenüber anderen Ländern. So möchte ich es jetzt sagen. Genau. Okay. Aber Sicherung ist das gleiche wie überall auf der Welt. Nur, genau, das muss man einfach nur so verstehen. Und von dem Team her, unser Team ist international, wir sitzen weltweit. Ja. Okay. Da geht es nur darum, man spricht ja letzte Zeit immer häufiger, dass auch mal Internet eventuell abgeschaltet werden könnte und dann brauchen wir ja noch andere Basen schlussendlich.
wo dann trotzdem irgendwo die Zugänge oder die Rechenleistung gewährleistet wird. Gerade jetzt, was die ganze Abrechnung angeht, wenn du jetzt gerade sagst, da laufen im Hintergrund 17.000 Rechenvorgänge jeden Tag pro Person. Mehr Rechenvorgänge, mehr. Okay. Also wir haben allein Zugriffe 1,3 Millionen aktuell. 1,3 Millionen einzelne Abrechnungen, die ihr nur macht als User. Also das ist unglaublich, was da passiert, ja. Und durchgerechnet werden die ja permanent. Ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, wir gucken nur einmal am Tag, hast du jetzt ein Geld eingezahlt? Ne? Das heißt, die API-Schnittstelle guckt permanent immer wieder jede Stunde drüber und geht jedes einzelne Konto durch. Und dann wird geguckt, okay, jetzt ist dieser Geld gekommen. Gibt es einen neuen Rang? Das heißt, alle paar Stunden rechnet das System eigentlich bei jedem Einzelnen immer wieder durch, hat er die Voraussetzungen erfüllt, dass er vielleicht jetzt einen bestimmten Rang erreicht hat, Consultant oder Manager und solche Dinge, das läuft permanent durch. Das wollte ich damit sagen, genau. So ein Chrome-Job nennt man das. Ja. Die Firma existiert seit wann? Die Firma existiert seit, ich glaube, 2018, 19, weil wir sie ja gekauft haben. Mhm. Weil man macht ja eins, vielleicht auch das ganz kurz, für die, die nicht wissen, wie man Firmen heute kauft. Kein Mensch kauft heute oder kein Mensch gründet heute eine Firma und sagt, ich gründe und mach das dann. Heute, wenn du international Unternehmen mit aufbaust, dann kaufst du bestehende Firmen. Die bestehen, die gibt es bereits, die beinhalten Lizenzen und Co. Und sowas machst du in der Regel. Ja. Haben wir im Übrigen auch für Litauen gemacht. Wir haben in Litauen eine Firma, weil wir an den europäischen Markt ran wollen, weil wir ja gerade eine eigene Exchange bauen oder wir haben einen eigenen Exchange-Service im Endeffekt und wir haben eine Custodian-Lizenz, haben wir es genauso gemacht. Du kaufst also eine Firma auf, die bereits eine bestehende Lizenz hast, weil du sagst, ich gehe nicht in die Situation, die nächsten 12 Monate zu warten und mich mit Aufsichtsbehörden rumzuschlagen. So wird es heute einfach gemacht. Aber das ist okay, das ist eine ganz normal international gängige Praxis, glaube ich, immer bei jedem großen Unternehmen. Kennt, glaube ich, jeder, dass du heute sowas machst. So machen wir das auch. Heißt im Endeffekt allerdings das Thema Profit Wallet, so wie man das jetzt heute kennt, sieht, im Endeffekt existiert seit plus minus 2018. Nee, seit 1.4.2022, weil wir da erst dementsprechend das Profit Wallet ins Leben gerufen haben. Genau, da sind wir live gegangen. Wir haben die Firma, die gab es vorher, aber wir haben sie davor nicht gehabt. Wir haben sie dann erst gekauft im Nachgang. Wir haben die Absichtserklärung getroffen, haben die Firma gekauft, haben auf uns umgeschrieben, sind beide Inhaber, beide Direktoren. Wir haben auch keinen davor gesetzt, wo wir sagen, da setzen wir jetzt irgendeinen hin, den wieder keiner kennt, der da unten irgendwie in Malaysia irgendeinen Namen hat, wo wir dann sagen, du, keine Ahnung, wir wissen nicht, was da los ist. Richte dich doch bitte in Malaysia, da gibt es irgendeinen Geschäftsführer und wir holen uns und sagen, wir, keine Ahnung, wir haben doch nur die Videos gemacht. Das ist ein Thema. Und auch da, weil die Leute mal fragen, wir haben, gibt es denn da schon Jahresabschlüsse? Nein, kann es ja geben, weil wenn du ein Jahr erst am Markt bist, dann gibt es erst den Jahresabschluss nach einem Jahr. Wir haben jetzt den Jahresabschluss für 2022 soweit fertig. Die haben die Steuerberater gemacht. Die gehen zum Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüfer hat durchkontrolliert. Jetzt ist zurückgegangen zum Steuerberater. Der hat auch nochmal geprüft, was die gemacht haben. Und jetzt sind die gerade in der Post und werden, glaube ich, nächste Woche von uns unterschrieben. Danach werden die veröffentlicht. Und dann kann auch jeder wieder einsehen, was haben denn die da gemacht? Also für alle, die immer so diese Fragen haben, weißt du, warum ich frage, ist faszinierend, wie viel unterschiedlichste Leute mich mittlerweile auf euer Produkt angesprochen haben, wenn ich jetzt gerade eben bedenke, dass ihr knapp über ein Jahr erst auf dem Markt seid. Ja. Und das ist für mich ein wirklich alle Achtung. Also und zwar wirklich unterschiedlichste Leute. Ja, ganz kurz als Einwurf, man muss dazu sagen, am Anfang, als ich Profit Wallet angefangen habe zu empfehlen, war oft die Frage, was meinst du, wie lange das am Markt ist? Also diese Angst oder Nervosität, die schwingt so ein bisschen mit in dieser Szene, ja. Und jetzt so langsam hat man irgendwie doch das Gefühl, das ist ein längerfristiges und seriöses Projekt. Ja, das ist, also wir wissen, dass das schwierig ist und danke dir für deine Fragen. Die sind auch gar nicht negativ gemeint. Ich beantworte es immer ganz positiv, weil ich weiß, da gibt es diese Fragen, die sind irgendwo im Hinterkopf. Und der eine oder andere sagt, na, jetzt haben die da eine Firma und was machen die und was tun die da und wie ist es? Also wir sind auch ganz transparent und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese Transparenz zu haben, weil es eben genügend andere gibt, die eben nicht transparent sind, die dir sagen, du, ganz ehrlich, habe ich selber auch erlebt, hast irgendwo investiert und auf einmal
Ja, es ist zu und dann hieß es, ja, wir machen Rückabwicklung, wir machen irgendwas, das Backoffice kann ich immer noch sehen, aber da passiert nichts mehr. Wenn du die Menschen anrufst, die sagen, du, ich habe keine Ahnung, da gibt es doch irgendjemand, der macht das, aber weiß ich jetzt auch nicht, ja. Das, genau. und das ist so diese Nummer. Das Herz stelle ich dann, wenn dann diese Inhaber früherer Projekte immer noch irgendwo, ich sage jetzt kein Land, aber irgendwo rumturnen und noch auf Social Media sich präsentieren. Da muss ich sagen, die sind doch recht skrupellos oder schmerzlos. Naja. Da kommen wir gleich Andreas? So ein paar im Kopf her. Andreas, du wolltest noch letzte was? Frage hätte ja. ich noch, und zwar, was sind eure nächsten drei gesteckten Ziele? Nächsten drei gesteckten Ziele. Die drei sind relativ einfach. Also wir haben ja insgesamt Bull das Run. Ziel. Nee. Also wir arbeiten an, wir sind im September. Unser nächstes großes Ziel ist unsere Veranstaltung im September. Wir werden zur Veranstaltung im September neue Produkte präsentieren. Wir werden, und das ist das, was wir gesagt haben, wir wissen, dass wir irgendwann, dass es Profit Wallet irgendwann nicht mehr geben wird. Warum? Weil die Marktsituation dementsprechend ist, wie wir das denken, weil wir vielleicht den Exit für uns alle gemacht haben und gesagt, gut. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen für diese Marktsituation, die kommt, auch wieder andere Möglichkeiten schaffen, wo Leute sagen, okay, ich bin jetzt nicht der, der sagt, oh, jetzt habe ich aufgehört, jetzt habe ich was aufgebaut, jetzt müssen wir da aufhören, jetzt suche ich mir wieder was Neues, sondern wir wollen eigentlich übergreifend jedem die Möglichkeit geben, zu sagen, du hast mal was getan, jetzt gibt es eine andere Möglichkeit und du kannst eigentlich alles eins zu eins mitnehmen. Das heißt, die Downline, alles, was du dir erarbeitet hast, das ist der eine Punkt, der uns sehr wichtig ist, dass wir also Menschen mitnehmen auf die Reise und ihnen immer zur richtigen Zeit auch ein Produkt geben können. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das gab es bisher auch noch nicht. Bis jetzt war es immer so, dass die Leute irgendwas gemacht haben, Projekt gemacht und dann hieß es vorbei und dann mussten die wieder irgendwo anders und haben wieder neu angefangen und wieder neu angefangen. Und unsere Idee ist ganz einfach, egal welches Produkt wir in der Zukunft gestalten, wird immer der, der ursprünglich mal mit dabei war, einfach einen Benefit davon haben. So ein bisschen wie aus der NFT-Welt, wo du sagst, wer war der Creator, wer hat irgendwann mal was gemacht, der soll für sein geistiges Eigentum immer wieder belohnt werden. Und das ist das, was wir auch machen wollen. Und das ist ein großes Ziel. Ziel 1, die anderen Projekte zu schaffen mit einem einheitlichen System, wo wir sagen, man hat dort auch einen Benefit. Punkt 2 ist das Thema Exchange-Dienstleistungsbörse. Das war ja unser Thema, dass wir unsere eigene Exchange, die wir dementsprechend noch haben, nach vorne bringen. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur noch eine Frage von ein paar Wochen, hoffe ich jetzt. Und dann, ja, einfach eine regulatorische Geschichte ist es zurzeit. Ja, da müssen sich einige, ihr habt es vorhin angesprochen, Mika und Co., da gibt es der eine, der sagt, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, ich warte noch ein bisschen. Der nächste sagt, naja, ich schon, aber ich will dies und jenes. Also da ist relativ viel, was du machen musst. Und aber das ist so, damit müssen wir alle leben. Und das ist ein großes, großes Ziel. Wir hoffen, dass wir wirklich im September da so weit sind, dass wir sagen können, wir haben diese perfekte Lösung, weil wir sehen auch, das größte Problem ist das Thema, wie kommt jemand von Fiat in Krypto? Und dem wollen wir uns annehmen und das war unser Thema. Das ist der zweitgrößte Punkt, den wir haben. Drittgrößter Punkt ist eigentlich eins und das ist das, was uns am wichtigsten ist. Uns allen, euch, dem Investor, dem Vertriebspartner, uns als Company, dem Team, egal wem, uns muss es Spaß machen, was wir tun. Wenn wir irgendwann keinen Spaß mehr haben, dann müssen wir aufhören. Aber das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das Ziel, jeden Tag diesen Spaß zu haben. Und ich kann euch sagen, wir haben Riesenspaß. Es macht super viel Spaß. Uns geht es auch gar nicht, nochmal, uns geht es nicht ums Geld verdienen. Viele sagen immer, es geht ums Geld. Nee, null. Wir stehen da früh auf und wir machen das. 16 Stunden am Tag, wir haben Spaß, weil uns das Freude bereitet, zu sagen, wow, aus welcher Welt kommen wir? Wie war denn das früher? Da hast du deinen Banker gehabt und hast gesagt, hey, ich muss da betteln um ein Konto und dies und jenes. Heute haben wir noch eine ganz andere Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten, digitale Konten zu eröffnen, Anbieter zu haben in dieser Neo-Welt. Ich finde es total spannend. Und da wollen wir mit beitragen. Wir wollen ein Teil davon werden und sagen, hey, lass uns was bewegen. Lass uns eine coole Community aufbauen. Es geht um Community. Es geht um Menschen, Leuten allen einen Vorteil mit zu verschaffen und sagen, hey, wir wollen was tun. Und das ist das, was Spaß macht. Einfach was hinterlassen später, wo du sagst, hey, cool, da hast du ein geiles Projekt gehabt über 5, 10, 15 Jahre und jeder hat Spaß gehabt und alle fanden es geil. Und das ist sowas, was mir gefällt, weil ich glaube, ich verfolge das, ich bin ein großer Fan von RuPaul, ich weiß nicht, kennt vielleicht der eine oder andere, hat eine riesen Community aufgebaut von Menschen, die sich zum Thema Investment interessieren, aus der Makrostrategie, also geht ein bisschen, ist wirklich interessant. Und ich finde es klasse, was der geschafft hat. Er hat super tolle, ein tolles Vehikel aufgebaut für sich und seine Investoren. Ja, kostet Geld, da mit dabei zu sein, aber
Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, die der macht. Super inhaltliche Informationen. Und wenn wir sowas schaffen für den Kryptobereich, nur für uns, finde ich es super, wenn wir jeden, egal wo, überall mitnehmen können, ihn auf die Reise und sagen, am Ende des Tages, wenn du einmal bei uns bist in der Community, und das ist eigentlich das größte Ziel, du hast Trust, du hast Vertrauen, du weißt, wir können uns alle vertrauen. Du weißt, okay, ich kann hier alles machen. Ich kann den Wechsel machen. Ich habe ein Projekt, wo ich investieren kann. Vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Projekt. Ja, und ich kann am Ende vielleicht auch noch, ich habe den Mehrwert der gesamten Community. Also ich glaube, das ist so das, was eigentlich so das Größte wäre für uns. Ja, also so sehen wir es. Ich weiß nicht, das hat auch für uns keine, also wir haben keine monetären Ziele. Ja, gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich muss eins sagen, ich bin gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin gesund, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, das ist alles gut. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Hey, ich bin happy im Leben. Ja, um das geht's. Glücklich sein, Spaß haben. Und ich finde es jeden Tag cool, wenn ich irgendjemanden sagen kann, pass auf, Krypto ist cool, hab keine Angst, da kommt was Neues auf uns zu. Aber das ist wie früher das Internet. Ja, da hat auch jeder Angst gehabt. Und jeder, der die erste Online-Überweisung gemacht hat und gesagt hat, weißt du noch, wo das erste Mal mit einer SEPA-Überweisung gemacht hat. Also ihr kennt wahrscheinlich auch die Story von jedem von euch, als ihr das erste Mal bei Amazon die Kreditkarte eingegeben habt und gesagt habt, boah, hoffentlich kommt das an, was ich da jetzt bestellt habe. Ja, ich kann mich da zurückerinnern, das war eine Zeit, da gab es noch AOL, ja, das kennt ihr noch. Der hat noch gequietscht damals, um ins Internet Alexander, zu kommen. Alexander, kommt nochmal. Und das ist doch was, wo ich sage, das ist eigentlich so das Thema, um was es doch geht, oder? Und wenn wir das hinkriegen, jedem immer wieder Freude zu machen, Spaß zu haben, denen diese neue Welt zu helfen, hey, dann sind wir alle happy. Und das ist das, und, das ist und, ja, das, was und ich geil finde. Christian, ihr habt schon von sehr vielen Leuten das Leben in eine positive Richtung verändert. Also es gibt welche, es gibt ja auch viele, die also es gab verschiedene Leute, die sich auch schon in Calls dann geäußert haben, hey, mein Leben hat sich doch deutlich verändert, egal ob es 500 oder 1000 im Monat mehr sind, die jetzt auch das weiterempfohlen haben. Und wenn man da ein verlässliches Projekt an der Hand hat und sich da was aufbauen kann, das ist, glaube ich, auch das, was, also das ist so meine Motivation auch, Leuten die Möglichkeit weiterzugeben, da einfach das Leben etwas zu verbessern. Ja. Ich glaube, super, ja, hast recht. Du, wir haben viele, wir haben ja auch Leute, gerade in Südamerika haben wir es gehabt, da haben wir Menschen, die haben wirklich jetzt die Möglichkeit, in ihrem Umfeld was zu verändern. Die kriegt $2000 im Monat, in dem Fall, weil du es ansprichst, als Senatorin. Die kann diese 2000 Dollar nehmen und hilft ihrem Umfeld. Warum? Weil sie sagt, du, ich komme mit allem anderen, komme ich klar. Mein Leben macht mir Spaß, aber ich habe jetzt 2000 mehr zur Verfügung. Damit helfe ich Menschen um mir herum. Ist total cool. Also das ist das, was uns stolz macht, wo ich sage, boah, das ist brutal, ist das. Ja? Also es ist echt, das ist echt toll. Und ich habe mit Alexander gestern telefoniert, ich habe mit jemandem gesprochen, der sagt, du, ich bin Tischler. Seitdem ich euer Projekt kennengelernt habe, mein erstes Krypto-Projekt war die Firma XY, alles verloren. Aber er sagt, hey, ich bin so happy, es ist cool, es macht Spaß. Du sag mir, wo ich dir was hinschicke. Ich mache dir einen Tisch, ich mache dir alles. Du kriegst eine Eckbank, du kriegst alles von mir, weil das so cool ist. Und das macht eigentlich Freude. Ja, ja. Dieses, hey, und jeden Tag länger, dem wir da sind, wo wir jemanden auch Freude machen können und auch sagen können, Schatz, her, das Projekt ist da, wir sind da. Ich glaube, das bringt auch Vertrauen, weil ich finde, das ist das, was auch diese ganze Branche braucht. Und wir sind ein Teil der Industrie. Und ich sehe uns wirklich als wichtigen Teil der Industrie, um den Leuten auch einfach diese positive Energie mitzugeben und zu sagen, hey, es ist nicht alles schlecht da draußen, es ist alles super positiv. Du hast es halt vielleicht in der Vergangenheit noch falsch erlebt. Und es gibt gute Beispiele, es gibt tolle Projekte, es gibt gute Menschen im Markt. Und ich kann euch das sagen, wenn ihr über diese Messen geht, so wie Alexander und ich, wir sind auf so vielen Kryptomessen, da sind so viele tolle, junge, smarte Leute dabei, die tolle Ideen haben, die tolle Projekte nach vorne bringen wollen, die wirklich was verändern wollen in dieser Welt. Und das ist wirklich so, du triffst diese Menschen da draußen, die wirklich nicht diese schlimmen Gedanken haben, die dich bescheißen wollen, sondern wirklich die positive Ideen haben, die sagen, wow, was können wir denn tun? Und wir haben echt viel Spaß, Alexander und ich haben echt mit tollen Leuten zu tun. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir die nächsten Jahre ganz viele tolle Projekte mit begleiten werden und da echt viel bewegen können. Und das, am Ende ist es eine Bewegung für uns alle. Ja. Das auf deine Frage. Das ist aber, musst aufpassen, bei mir ist immer schlimm. Ich habe manche Partner, die sagen immer, du, super ist immer, wenn ich ein Webinar mache und ich will eigentlich nichts sagen, dann stelle ich dem Christian eine Frage, dann ist eine halbe Stunde Ruhe. Also
Also der genau. Müsste ihn immer also der wieder Andreas hat noch die Hand gehoben. Der will noch ich wollte gerade sagen, war das jetzt schon die Frage vom Andreas, wäre jetzt meine Frage gewesen. Nein, nein, nein. Okay, dann stell mal die Frage mir, Andreas, dann kann ich sehr kurz und beantworten. Ich hoffe, meine Frage ist jetzt nicht ein Spoiler. Ich habe zwei Fragen zu KYC. Und ja. Ich glaube, das sind ein wenig kenianische Probleme, die ich habe. Ja. Der KYC-Prozess hier in Kenia für einige kleine Kunden oder Partner stellt sich relativ schwierig dar. Es gibt zwei Probleme. Im KYC-Prozess werden die Bankstatements, die von den kenianischen Banken ausgehändigt werden, nicht als solche akzeptiert. Also wir haben Bankstatements, wir geben die rein im Prozess, aber weil die nicht so typisch Bankstatement aussehen. Kannst du da mal ein Beispiel vielleicht uns in den Support reinschicken als E-Mail, damit wir mal sehen, wer das ist? Dann können wir mal im KYC-Programm hinten reinschauen, weil das liegt wahrscheinlich weniger am Bank. An dem Bankauszug, an dem Statement, liegt wahrscheinlich eher an der Art und Weise, wie das hochgeladen wurde, ob das abgeschnitten ist, ob was geschwärzt ist und so. Nee, ich habe das jeweils überprüft. Das sind PDFs, die entweder direkt so kommen von der Bank oder die ich selber eingescannt habe und als PDF hochgeladen habe. Ja, scannen, kein Scan. Foto. Es werden nur Fotos von Dokumenten erlaubt. Keine Screenshots, keine PDFs. Foto von einem Dokument. Das ist das Thema. Ein Foto von einem Dokument. Ein Foto, es muss immer ein Foto sein. Deswegen hast du ein Handy, deswegen macht SumSub die Fotos. Es werden Bilder gemacht. Das heißt, es ist ein Foto, ein Bild. Wenn du, zu machen. Warum? Wenn du eine Datei ein PDF könnte im Endeffekt bearbeitet sein und damit fällt es immer wieder unter diese Restriction, dass du sagst, okay, es ist eventuell ein bearbeitetes Dokument. Denn ein PDF, weißt du selber, kannst du heute Namen ändern, kannst Salden ändern, kannst alles ändern. Deswegen PDFs in dem Fall nicht. Genau. Aber wenn du sonst was hast, schreib bitte im Support. Wir haben mittlerweile zwei Mitarbeiter im Support. Wir haben eine deutschsprachige Mitarbeiterin jetzt noch mit dazu. Die spricht Deutsch und Englisch und wir haben ja den KYC-Officer, der das Ganze verwaltet. Der kommt ja übrigens selber aus Ghana. Nigeria, Entschuldigung. Gestern haben wir einen Fall gehabt aus Ghana, deswegen war das Nigeria. Nigeria hat aber studiert bei uns in Litauen und verwaltet dort im Endeffekt das ganze Thema dort. Ist super. Also. Okay. Das zweite Problem mit KYC, wenn man mit sehr billigen Smartphones operiert, ist der Switch, wenn man die Bestätigung eingeben muss, die dann per Nachricht reinkommt und man ein billiges Smartphone hat, dann fällt der KYC aus der Session raus. Wenn ich zurückkomme und den Code eingeben will, will er einen neuen generieren. Ja gut, du kannst den gleichen, das ist nicht schlimm. Richtig, aber da mach doch ganz einfach eins. Du kannst am Laptop den Link öffnen, den du ja bekommen hast, den kannst du auch über Laptop öffnen, Lösung, Laptop gehen, Link öffnen von SumSub, dann noch zusätzlich mit dem Handy das abrufen, dann kriegst du die SMS, die du am Handy am Laptop eingibst. Das heißt, dass ich alle zu mir einladen muss. Ja das, oder du sponserst jedem ein gutes neues Handy. Das war doch jetzt das heißt, du solltest relativ zügig Richtung Senator kommen, um dann dementsprechend da muss erst noch einige Handys kräftige Schweizer. Sagst du was? Das ist ein gutes Thema, dann sprechen wir mal kurz über den Manager. ich habe da ziemlich viel Effort reingetan, um die KYC hinzukriegen. Ja. Und jetzt unter mir, ich glaube, du erinnerst dich noch, da befindet sich meine Familie. Und meine Tochter ist noch zu jung, um die KYC zu kriegen und darum bekomme ich keinen. Genau, ab 18. Ja, das ist blöd, ja. Du musst einen weiteren aufbauen, die ist schwierig. Aber du musst das nochmal anrufen. Schwierigkeit ist einfach, dass wir die Vorgaben gekriegt haben. Das hat jetzt, ihr habt vorhin gesprochen, Mika, Tralala und Co. Mittlerweile haben wir die Vorgaben, dass jemand volljährig sein muss, um überhaupt dementsprechend KYC machen zu dürfen. Ich würde dir gerne helfen. Keinen Ausweg. Also solange ich das nicht weiter aufstelle, kein Manager.
Nee. Warte mal, wie gesagt, Manager schon, du darfst halt nicht. Wie heißt denn du auf Telegram? Wie ist denn dein Telegram-Name? Ich schau mal kurz nach. Andreas Kohler. Ich schau mal kurz, ich check die so. Genau. Aber lass uns doch nochmal einen Call dazu machen, genau, dann können wir ja gucken, wie wir die, was dein Thema ist, ja. Genau. Ja, super. Okay. Das müssen wir jetzt hier beraten. Ich glaube, das ist jetzt auch für die Allgemeinheit, glaube ich, gar nicht so. War ja jetzt recht lange der Call, also vielen Dank für eure Zeit. Ja, gut, wobei wir da wirklich helfen. Also, wenn jemand irgendein Thema hat, wir gehen auch da rein und schauen, wo gibt es Themen, was ist. Vielleicht hast du ja irgendjemand im Team, also das macht man auch, wo man sagt, du hast du schon mal das angeguckt oder dies angeguckt, vielleicht hast du da eine Chance. Also, ich denke, ja. Ist der José, nehmen wir mal, ist ein Mikrocaller, der ist ja KYC. Habt ihr denn sonst noch Fragen? Aber nicht an Christian. Nee, ich sage nichts mehr, der Alexander beantwortet. Alexander beantwortet, ich sage gar nichts mehr. Ich habe nur eine kleine Frage zu der Verlosung. Wird das live gestreamt? Ja. Ja. Also ganz normal per Zoom, also so wie jetzt? Nee. Okay, wie macht ihr das denn? Also wir machen gar nichts. Wir haben eine komplette Agentur, die den ganzen Veranstaltungstag hat mit allen drum und dran. Die werden das dementsprechend, glaube ich, über Teams wird es funktionieren. Das heißt, wird wahrscheinlich Teams-Link gegen, weil die Herausforderung ist ja die, du willst ja eine Live-Übertragung machen, die ja im Endeffekt das Bühnenbild zeigt, die Lose zeigt, den Platz, und da brauchst du bewegte Kameras, die verschiedene Standorte haben und verschiedene Dinge mit aufzeichnen, und das ist über die Einspielung, über Zoom nicht so machbar, wie wir es gerne hätten, und die sind da einfach sehr gut in Teams, und so wie es ausschaut, wird es dann dementsprechend ganz normales Teams-Thema werden. Genau. Und wo kann man das denn sehen? Wo kann man das verfolgen? Das werden wir dann dementsprechend veröffentlichen, wenn dann 2,5 Monate sind. Über Teams. Teams ist ja eine Software, die du von Microsoft hast. Microsoft Teams. Und sagt dir was? Nee, jetzt nicht, aber gut, kann man sich Microsoft machen, Teams, also ja, normale Unternehmen. Also du brauchst, das ist in du brauchst da auch Office keinen drin. Zugang. Du kannst es ganz mal über deinen Browser öffnen. Okay. Dann, wie ähnlich wie bei Klick Zoom. Drücken, fertig, genau. Alles also klar. Es wird ganz einfach sein. Okay, wird noch publiziert. Aber du kannst auch live kommen, das ist viel schöner. Nee, ich wollte viel zu weit weg. Wo bist du ansässig? Ich bin da, wo die anderen Urlaub machen, in Griechenland. Okay. Nachbar, aber du kannst. Also, aber hey, Zypern. Zypern. Jawohl. Aber wenn du willst, kannst du uns gerne einladen. Wir kommen dich besuchen. Hey, Jungs, wenn ihr in Griechenland seid und einfach irgendwie durchreist oder so, sagt Bescheid. Ein Bier und Essen ist immer drin. Okay. Also nochmal, also wenn du mal Lust hast, ne, wenn du mal eine größere Veranstaltung machst in Griechenland, auch das ist das, was wir tun. Wir sind da auch viel unterwegs, ob das jetzt auf den Messen sind, auf den Veranstaltungen. Wir gucken, dass wir solche Dinge schon mit parallel mitmachen. Wir hatten das jetzt, wo wir hier in Hamburg waren. Wir hatten es in Prag, wir hatten es in Belgrad. Wir waren in Portugal, Lissabon unten. Also da gucken wir schon immer, wenn es Möglichkeiten gibt und wir Community-Member dort haben, dass wir uns auch treffen. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wenn es irgendwas bei dir gibt oder mal sagst du, bei uns gibt es irgendwas, jederzeit, ja. Ja, klar. Also das schreibe ich mir auf die Agenda. Hamburg hätte ich jemanden schicken können, ein Kollege. Gibt es da irgendwie so eine Tour-Veröffentlichung? Wir machen das, wir veröffentlichen das immer dann kurz vorher, wenn wir wohin gehen, weil, und dann kann man das spontan machen. Das ist ja auch, in Hamburg war es dann fast schon inflationär, da waren dann wirklich dann 3-4 Termine. Wir hatten andere Sachen eigentlich noch. Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück, Mittag, Abendessen. So war das schon fast, ja. Aber es war cool. War trotzdem schön, ja, war gut. Ja. Okay. Das ist aber auch wichtig, das ist ja, gut. Das Thema gewesen. Das war toll. So, dann herzlichen Dank. War toll, dass wir den Call machen konnten. Ja. Und sehr gerne. Viele Grüße an alle, die die Aufzeichnung anschauen. Genau. Und dann auf die nächsten 2-3 Jahre mit Profit Wallet bis zum Exit. Vollgas. Und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Hast du ja bestimmt was dazu erzählt. Ja. Darüber hinaus, genau. Sehr gut. Mhm. Okay, ciao, mach's gut. Also, gut. Ciao, bis dann. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.